herzlich willkommen. Mein Name ist Ines Kanka. Ich werde heute die Runde moderieren und gehöre zum Wiener Team der European Public Sphere, die heute eingeladen hat zu einem Kuppelgespräch hier in Wien. Das ist unsere Abschlussveranstaltung von unserer Österreich-Tour, die wir parallel zur EU-Ratspräsidentschaft Österreichs durchgeführt haben jetzt die letzten Monate. Und zwar haben wir hier in Wien mit einer Veranstaltung begonnen. Da hatten wir ein Kuppelgespräch in der Theobaldgasse Ecke Maria-Hilfer-Straße. Dann waren wir in Salzburg auf dem Mozartplatz. Wir hatten weitere Stationen auf dem Brennerpass und einen Abstecher haben wir auch nach Bozen gemacht, Südtirol. Dann waren wir in Bregenz und jetzt haben wir nochmal heute bei wunderschönem Spätsommerwetter eigentlich unseren Abschluss hier. Wir machen das, weil wir es für notwendig halten, an öffentlichen Plätzen zu Themen, die uns alle betreffen, Gesprächsrunden zu veranstalten, dass wir uns Gedanken machen über die Zukunft, über unsere gemeinsame Zukunft in einer bestimmten Stadt, in einer Region, in einem Land und in Europa. Und da schauen wir eben, was für Erfahrungen wir vor Ort machen und nehmen aber eben auch Europa in den Blick bei unseren Gesprächsrunden, weil wir meinen, dass da eine Öffentlichkeit bisher noch weitestgehend fehlt. Und wir halten es für wichtig, dass wir uns aber dieser Themen annehmen, dass wir uns Gedanken darüber machen, weil wir sind Bürger Europas und dort werden wichtige Weichenstellungen gemacht für unser Leben. Und darum möchten wir mit diesen Kuppelgesprächen einen Beitrag leisten, um den öffentlichen Diskurs, um das anzuregen, dass Menschen über Themen reden, sich austauschen, ihre Gedanken teilen, neue Ideen bilden. Das möchten wir eben mit diesem Projekt befördern. Und darum ist es uns auch wichtig, dass wir die Gespräche Video aufzeichnen und im Netz, im Internet und in anderen Publikationen eben einem breiteren Publikum unterbreiten, weil wir meinen, dass da interessante Gedanken oft zur Sprache kommen, die man vielleicht sonst aus herkömmlichen Medien nicht so präsentiert bekommt. Das jetzt mal in Kürze zu unserem Projekt. Und ich wollte auch noch sagen, dass wir eben uns das Thema heute vorgenommen haben, Inklusion. Und dazu eben auch Menschen eingeladen haben, die selbst von Behinderung betroffen sind oder aus dem Umfeld von behinderten Menschen kommen und daher sich in ihrem Leben sicher schon viele Gedanken zu dem Thema gemacht haben. Und das wollen wir hier in aller Unkompliziertheit einfach ein bisschen besprechen. Und ja, wir haben dazu eingeladen eben Angehörige, wir haben dazu eben selbst betroffene Menschen eingeladen, wir haben Menschen aus Vereinen eingeladen, wir haben Menschen aus Institutionen eingeladen, aus Selbstvertretungsinitiativen. Und wir haben einfach auch interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Und bin jetzt gespannt, wer aller gekommen ist. Wir machen gleich eine Vorstellungsrunde zu Beginn, damit uns ein bisschen klar ist, wer vor welchem Hintergrund sozusagen spricht und welchen Erfahrungshintergrund der ein oder andere eben mitbringt. Ich glaube, es ist eine sehr bunte Runde und es ist uns eben auch wichtig, dass man die verschiedensten Gesichtspunkte der Menschen eben, dass das zur Sprache kommen kann. Ja, ich möchte einfach mal das Mikro weitergeben und bitte Sie einfach kurz zu sagen, Ihren Namen und was so Ihr Hintergrund ist. Dankeschön.
Mein Name ist Magdalena Scharl. Ich bin Peer-Beraterin in einem Zentrum für selbstbestimmtes Leben, BITEPS, hier in Wien. Mein Name ist Heidemarie Ecker. Ich mache die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im österreichischen Behindertenrat. Und vielleicht in der Runde auch noch nicht uninteressant, ich bin auch Obfrau der Marfan-Initiative Österreich. Das ist eine Organisation für Betroffene vom Marfan-Syndrom, einer nicht sichtbaren genetisch bedingten Erkrankung. Hallo, mein Name ist Hans-Jörg Nagelschmidt. Ich sitze neben der Heide, weil ich auch Kommunikation mache, und zwar für den ÖZIF-Bundesverband. Und ich komme in Wirklichkeit in Vertretung einer selbst betroffenen Kollegin von mir, die aber leider heute krank ist. Und ich war in der Nähe und habe mir gedacht, dann schaue ich einfach mal her. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Frühwirt. Bin seit 15 Jahren seit einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen. War ursprünglich mal in dem Motorsport aktiv, da gearbeitet und dann auch in der Reha-Technik durch auch relativ viel Kundenkontakt gehabt. Und jetzt bin ich eigentlich seit 6 Jahren Profisportler und bin als Behindertensportler aktiv unterwegs. Also mein Name ist Sarah Zeisel. Ich bin auch Mitarbeiterin der Initiative European Public Sphere. Mit vielen war ich in Kontakt und habe auch einige persönlich eingeladen. Ich freue mich, dass alle zahlreich erschienen sind. In meiner Studienzeit habe ich auch bei der Wiener Assistenzgenossenschaft als persönliche Assistentin gearbeitet und auch beim Verein Integration Wien. Ich bin gespannt auf die heutige Diskussion und freue mich auf Ihre Ideen. Ich bin die Steffi Weißlein, ich bin eigentlich für Integration Wien da, ich bin da Assistentin der Projektleitung im Projekt Freizeitassistenz. Wir geben 1:1 Begleitung für junge Erwachsene, Menschen mit Behinderung in der Freizeit. Bin aber zusätzlich auch noch beim Kultur- und Bildungsverein Ich bin okay tätig, ein Tanzverein für Menschen mit und ohne Behinderung, und mache bei beiden Vereinen eigentlich eine ähnliche Arbeit, bin für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Organisation zuständig, also bei der Freizeitassistenz und bei okay. Mein Name ist Stefan Amoneit, ich bin seit 20 Jahren in der Behindertenhilfe tätig, zurzeit auch bei Integration Wien, allerdings in einem anderen Projekt, zwar in einer Elternberatungsstelle für Eltern von Jugendlichen mit Behinderung und Beeinträchtigung, und wir versuchen durch Beratung und Aufklärung inklusive Strukturen zu befördern und Jugendlichen mit Behinderung dabei zu helfen, am ersten Arbeitsmarkt eine Anstellung zu finden und aus dem klassischen institutionellen vorgegebenen Weg ein bisschen rauszukommen und mehr in die Selbstermächtigung und mehr sozusagen in die Teilhabe und zu kommen. Ja, genau. Mein Name ist Christoph Lesigang. Ich habe als Arzt mein ganzes berufliches Leben mit behinderten Kindern und ihren Eltern verbracht. Bin jetzt allerdings schon 19 Jahre in Pension. Weiß nicht so genau, was heute unter dem Titel Inklusion wirklich konkret verstanden wird. Ich habe das natürlich erlebt, wie es um Integration gegangen ist. Ich habe da schon den Eindruck gehabt, so einfach ist das alles gar nicht, wie es auf irgendwelchen Manifesten heißt. Aber es interessiert mich natürlich schon sehr. Der unmittelbare Anlass, warum ich heute hier sitze, hängt damit zusammen, dass ich nach meiner Berufszeit, also schon als Pensionist, auf die gestützte Kommunikation, das gestützte Schreiben gekommen bin, das wir da heute ja erleben werden. Die beiden jungen Männer, die hier sitzen, die begleite ich jetzt seit 10 Jahren. Also ich verfolge das, wie sie durch das Schreiben, das gestützte Schreiben, sich auf hohem Niveau ausdrücken können, und weiß zugleich, dass diese Methode also angezweifelt und abgelehnt wird. Und das halte ich also für ein ganz unglaublich wichtiges Thema. Wie kommt man dazu, dass das, was Sie hier in Kürze erleben werden, anerkannt wird? Denn wenn man jetzt sagt, Integration oder Inklusion, ja, dann macht das einen großen Unterschied, ob man sagt, der kann nicht reden und der versteht nicht, was man sagt, oder ob das eben ganz anders ist. Mein Name ist Dr. Lesigang Helga. Ja,
Ich war in meinem Berufsleben allgemein Ärztin und habe aber mit meinem Mann gemeinsam Erfahrung gehabt, Menschen kennengelernt, die unterstützt geschrieben haben. Und das hat mich sehr bewegt und das ist mit ein Grund, der Hauptgrund, dass ich hier bin. Mein Name ist Monika Setnitzka, ich habe eine 34-jährige Tochter, die mehrfach behindert ist. Sie lebt in einer anthroposophischen Einrichtung und wir sind im Verein Ich bin okay. Und natürlich bin ich ganz sehr an diesem Thema interessiert aufgrund der Behinderung meiner Tochter und freue mich auf die Diskussion. Sie schreibt auch, ja, aber nicht so schnell. Ja, wichtige Sachen schreibt sie. Okay, ich bin der Ram Pfennigbauer und bin Bassist bei Monkeys of Earth. Und ja, Inklusion geht jeden an. Inklusion ist wichtiger denn je, dass es in die Gesellschaft hinausgetragen wird. Und ja, es gibt einiges zu besprechen, was das Thema anbelangt, weil das Thema wichtig ist. Es geht uns alle an und ja, ich freue mich schon auf eine coole Zeit. Mein Name ist Michi Moik, ich komme vom KOBV, dem Behindertenverband, der größte Behindertenverband Österreichs. Bin ein sogenanntes Kontergan-Baby, leicht überwurzelt mittlerweile. Bin Präsidentin der österreichischen Kontergan-Selbsthilfegruppe und Präsidentin vom europäischen Dachverband der Dysmelie. Das ist eine seltene Erkrankung und hat mit Gliedmaßenunterschieden zu tun. Mein Leben war geprägt durch gelebte Integration. Als ich in die Schule gegangen bin, hat man weder Inklusion gesagt noch Integration. Ich war einfach dort. Das hat sehr gut funktioniert. Meine Erfahrung mittlerweile mit all diesen politisch korrekten Ausdrücken ist, dass die Normalen verweigern oder sagen, sie trauen sich nicht mehr reden über das Thema Behinderung, weil sie nicht mehr wissen, wie man richtig redet und dann rede ich lieber gar nichts. Und das ist kontraproduktiv und das ist auch mein Ansatz in meiner Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin einfach behindert und ich bin nicht ein Mensch mit Behinderung. Dass ich kein Tier bin, ist offensichtlich und ich sage zu allen anderen auch nicht, dass ein Mensch ohne Behinderung ist. Das ist mir sehr wichtig. Danke. Darf ich das weitergeben? Ja, ich lese. Ja, ich darf vorstellen, den Ulrich Zimmer. Wir sind gemeinsam gekommen zu dritt. Zu meiner rechten Seite ist der Stefan Leubel. Mein Name ist Patrick Berger. Wir kommen aus Breitenfurt, aus der Dorfgemeinschaft Breitenfurt. Und ja, haben uns seit einiger Zeit ein bisschen auch unterhalten über das Thema Inklusion. Und Stefan und Ulrich wollten eben sehr gerne kommen und mitsprechen. Und die Methode ist eben die gestützte Kommunikation oder FC, die der Christoph Lesigang schon erwähnt hat. Und ich lese jetzt vor vom Ulrich. Ich komme aus Breitenfurt und heiße Ulrich Zimmer. Ich sehe, dass unsere Gemeinschaft viele sehr gute Dinge hat, aber es gibt auch viele Schwierigkeiten auf geistigen Bereichen. Ich sehe vieles, das andere nicht sehen. Ja, und Stefan hat jetzt gerade begonnen zu schreiben. Da würde ich gerne weitermachen. Vielleicht können wir gerade direkt hier anschließen. Ganz verbunden fühle ich mich mit allem, das behindert ist. Und jetzt würde ich das Mikrofon weitergeben und Stefan bitten, weiter zu schreiben. Stefan? Ich lese es nachher, sonst ja. Ja. Also einmal einfach der erste Satz. Ganz verbunden fühle ich mich mit allem, das behindert ist. Das andere sagen wir später dann, was noch kommt. Ja. Hallo, mein Name ist Nikolaus Karner. Ich bin der Initiator des gemeinnützigen Vereins Spielerpass. Eigentlich heißt der Verein Spielerpass daheim im Verein. Und das bringt mich auch zu dem inklusiven Gedanken, den wir verfolgen. Unser Ziel ist es, Sportvereine dahingehend zu öffnen, dass sowohl Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in einem gemeinsamen Verein unterkommen und wir gemerkt haben, dass Sport die beste Verbindung ist. Es gibt allein in Niederösterreich über 7000 Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung. Auf der anderen Seite gibt es 2000 Sportvereine.
Das Problem der Sportvereine ist, dass sie heutzutage ehrenamtliche Personen nicht finden und eigentlich ein Problem haben, generell Leute zu motivieren. Und wir glauben, dass vor allem Menschen mit Beeinträchtigung und die vor allem auch in den ländlichen Regionen ein großes Interesse daran haben, Zugang zur Gesellschaft zu finden. Und wir davon überzeugt sind, dass Sportvereine die ideale Lösung sind. Seit 2 Jahren gibt es den Verein bei uns. Wir haben allein in diesem Jahr 7 Projekte, alle Projekte ehrenamtlich organisiert. Das größte Projekt ist der Spielerpass Cup. Das ist das größte Hallenfußballturnier in Österreich für Menschen mit Beeinträchtigung, sogenannten Special Needs Mannschaften. Das Einzigartige bei diesem Turnier ist, dass Fußballprofis die Schiedsrichter sind. Das bedeutet, dass sie auf der einen Seite eine sehr große Wertschätzung den Spielern geben durch ihre Anwesenheit und auf der anderen Seite dadurch auch der Gesellschaft die Augen geöffnet werden, in wie schön dieser Special Needs Fußball sein kann. Ein weiteres Projekt, das wir haben, was dieses Jahr zum zweiten Mal geführt wird, ist der Spielerpass Weihnachtsclub im Praterdom. Der Praterdom ist die größte Diskothek Österreichs und da ist es ein großes Anliegen an uns oder für uns, dass alle Menschen zusammen feiern können und vor allem zu Weihnachten mit den Eltern, mit den Kindern ein schönes Weihnachtsfest verbringen können und das in der größten Diskothek Österreichs. Ja, mein Name ist Jasna Puschkaric. Ich bin geschäftsführende Vorständin der WAG Assistenzgenossenschaft. Wir organisieren persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderungen. Persönliche Assistenz ist Unterstützung im Alltag, wo Menschen mit Behinderungen zu Hause wohnen bleiben können, Unterstützung da bekommen, wo sie es brauchen, wie sie es brauchen und natürlich auch wann. Und das Tolle an persönlicher Assistenz ist, die behinderte Person sucht sich selbst aus, mit wem möchte sie zusammenarbeiten, also wer ist ihre persönliche Assistentin oder persönlicher Assistent. Ja, danke für die Vorstellung und auch schon einzelne inhaltliche Beiträge. Ich wollte die nächste Runde mal vorher noch einen kleinen Input geben, zu dem ich Sie dann bitten wollte, auch Ihre persönliche Ansicht dazu dann zu sagen. Und zwar habe ich mich natürlich im Vorfeld ein bisschen mit der UN-Behindertenrechtskonvention befasst. Das, denke ich, ist naheliegend, wenn man zum Thema Inklusion einlädt. Und da habe ich dann gelesen, dass 10% der Weltbevölkerung eine Behinderung haben und somit dadurch durch Behinderung größte Minderheit sozusagen entsteht. Dann fand ich auch interessant eben die Definition von Behinderung, die dort zu lesen ist und die wollte ich kurz mal vorlesen und zwar in Artikel 1 dieser Behindertenrechtskonvention, da heißt es, Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Also so wird da der Begriff Behinderung definiert. Also wir haben es, wenn wir mal jetzt darauf aufbauen, haben wir es zum einen mit einer persönlichen, individuellen Komponente, einer Beeinträchtigung zu tun. Und hier wird eben aber auch eine soziale Komponente gesehen, eine Barriere, also Barrieren, die eventuell eben, also die mit zur Behinderung führen. Und dann wird da von der Wechselwirkung gesprochen. Also wir haben da eine individuelle Komponente und eine soziale Komponente, in dem wie hier Behinderung aufgefasst wird. Und da können Sie natürlich auch gern gleich noch dazu was sagen. Aber ich wollte eben auch noch vorlesen, was jetzt das Ziel oder der Zweck eben dieses Übereinkommens in der Behindertenrechtskonvention ist.
Und zwar heißt es in Artikel 1, Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschen, Rechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern. Also ich in meinem Kopf verstehe das so, dass eben dieser UN-Menschenrechtskonvention, Behindertenrechtskonvention, es darum geht, diese soziale Komponente der Behinderung, also die Barrieren, die wir in unserem sozialen Miteinander haben, die sich für behinderte Menschen eben so darstellen, als ein Hindernis zur Teilnahme, dass es darum geht, diese Hindernisse, diese Barrieren abzubauen. So habe ich das jetzt mal verstanden, aber ich möchte das eben in die Runde geben und hören, was Sie da für eine Einstellung dazu haben, wie Sie das sehen, wie Sie das mit der Behinderung sehen und wie Sie das mit der Inklusion sehen. Ob Sie diese Vision der eben diese, dass man diese sozialen Barrieren weitestgehend abbaut, sodass auch behinderte Menschen gleichberechtigt die Menschenrechte für sich realisieren können oder wir gemeinsam für sie. Das würde ich jetzt einfach mal gerne in die Runde so stellen. Oder ob Sie da eine andere Vision und eine andere Vorstellung haben als jetzt zum Beispiel die UNO in diesem Punkt oder in diesen Punkten. Wir machen das jetzt eigentlich normalerweise, abgesehen von der Vorstellungsrunde, so, dass wir das Mikrofon nach Bedarf herumreichen und schauen mal, wie weit wir kommen. Und ja, wer möchte denn dazu gleich mal was sagen? Ja, also im Kern kann ich dem sicher nur zustimmen. Ich glaube, es ist einfach eine wichtige Sache, dass einfach Zeit braucht, um in die Gesellschaft integriert zu werden. Ich glaube, als Betroffene ist einfach wichtig, dass man wirklich sich auch in der Gesellschaft zeigt und in die Gesellschaft hineingeht und sich nicht versteckt. Klar, bei körperlich, nicht unbedingt bei jeder Behinderung, ist es einfach eine Frage, wie viel Kontakt hat die Gesellschaft im Allgemeinen schon gehabt mit der Sache. Das ist nur als kleines Beispiel. In Amerika gibt es, ist ein negativer Grund, weil sie schon seit 200 Jahren fast durchgehend Kriege führen, gibt es halt auch durchgehend viel mehr körperlich beeinträchtigte Menschen, die auch jetzt vom Kriegstreiben her stattfanden. Aber deswegen, weil sie auch direkt in der Gesellschaft dort sind und auch, ich würde sagen, präsentiert werden, aber teilweise sich auch präsentiert werden, sind sie auch mehr in der Gesellschaft sichtbar gewesen in den letzten 50, 100 Jahren. Und dadurch sind sie in Bereichen einfach schon viel weiter wie in vielen anderen Ländern. Und der Rest ist, glaube ich, das, was ich vorher gesagt habe. Es braucht einfach Zeit und wichtig ist einfach, dass man als Betroffener nicht versucht, sondern sich wirklich an der Gesellschaft beteiligt und in die Gesellschaft hineingeht. Und das muss einfach, je mehr es wird, je besser wird der Prozess voranschreiten, aus meiner Sicht. Ich laufe mit dem Mikro. Also ich möchte dem voll und ganz beipflichten. Also ich denke, der erste Schritt für die Inklusion ist, dass auch wir Eltern mit behinderten Menschen also an die Öffentlichkeit gehen halt. Wie die Vicky noch klein war, vor 30 Jahren, sind die Leute auf der Straße erschrocken, wenn sie sie im Rollstuhl und behindert gesehen haben. Natürlich, wenn man dann jemand kennt, also in unserem Wohngebiet, wird die Vicky ganz, ganz normal akzeptiert. Es schaut keiner mehr komisch sie an, sie wird überhaupt nicht mehr eigentlich besonders beachtet, was natürlich Inklusion ist halt. Und darüber freue ich mich natürlich schon halt. Und für mich ist das einfach so selbstverständlich, dass ich überall, wo ich mit dir hingehen will, auch mit dir hingehe halt. Aber gerade bei geistig behinderten Menschen ist vielleicht eine hundertprozentige Inklusion äußerst schwierig. Selbst im Verein, ich bin okay, da ist die Wiki eigentlich bei den Männern sehr beliebt. Die sprechen sie an, aber sie gibt also ad hoc keine Antwort halt. Und dann ist natürlich die Gesprächsbasis einfach nicht gegeben halt.
Und dann natürlich gehen die dann irgendwann weg halt. Vielleicht tanzen sie sogar mal mit ihrem Rollstuhl, was natürlich dann schon ganz toll ist. Und das dann, sind sogar dann behinderte Menschen unter sich. Und deshalb sehe ich halt eine hundertprozentige Inklusion als schwierig an für geistig behinderte Menschen. Der Herr Doktor hat zuerst auf Zeit. Okay, wie Sie wollen. Nein, ich habe mich nicht gemeldet. Nein, so, hier. Wissen Sie, das dient nur der Aufnahme. Ja. Aber wir müssen uns trotzdem alle bemühen, sehr laut zu reden, damit einfach die Gegenüber das auch noch hören können. Ja, ganz grundsätzlich stimme ich der UNBRK da total zu, dass sozusagen die Barrieren nicht im Menschen an sich liegen, sondern dass die Gesellschaft eigentlich die Barrieren formt, die dann eigentlich eine Teilhabe verhindern. Aber ich denke, so ein ganz wichtiger Punkt auch, was sich in den letzten Jahren meiner Arbeit immer mehr sich herausstellt, ist, dass Inklusion ja eigentlich letztlich viel mehr als ein Konzept ist oder was man jetzt durch institutionelle Veränderungen irgendwie in die Gesellschaft bringt, dass ich gemerkt habe, dass es eigentlich grundsätzlich eine Haltung oder ein Bewusstsein ist, wie ich einem anderen Menschen begegne und wie ich sozusagen gerade die Teile, die vielleicht nicht meiner Normalität entsprechen oder dem, was ich für normal halte, gegenübertrete und begegne. Das heißt, dass ich selber auch jetzt in meiner Arbeit oder in verschiedenen Institutionen gemerkt habe, dass auch Institutionen, die sagen, dass sie inklusiv arbeiten oder sich selber sagen, Inklusion verschreiben, letztlich in ihrer Haltung dann doch nicht inklusiv sind. Das heißt eben die Frage, ja, wie begegne ich einem Menschen, der vielleicht eine geistige Behinderung oder Beeinträchtigung hat? Kann ich den auf derselben Ebene wahrnehmen? Kann ich dem wirklich zuhören? Kann ich auf dessen Bedürfnisse hören? Kann ich wirklich darauf hören, was der zu sagen hat, wo er steht? Oder habe ich immer ein Stück weit das Gefühl, ich stehe ein bisschen drüber, ich verstehe die Dinge besser, ich weiß, was vielleicht besser für denjenigen wäre, wie viel Raum kann ich selber geben? Und da geht Inklusion eigentlich eben viel weiter, als so, dass man nur gesellschaftliche Veränderungen schafft, sondern es ist grundsätzlich die Frage, wie gehe ich mit meinen eigenen Anteilen um, die ungeliebten Anteilen oder Anteilen, die vielleicht nicht so normal sind oder die ich als minder betrachte. Wie kann ich selber eigentlich, wie begegne ich mir selber und was hat das für eine Rückwirkung auf meine Begegnung von anderen Menschen? Und das lässt ein bisschen die UNBRK außer Acht, weil gerade sozusagen die Fähigkeit zu haben, jemanden als Menschen zu begreifen und als gleichwertig zu sehen, ist ein Prozess, den kann ich nicht einfach nur über ein Verständnis dessen, was wir als Inklusion bezeichnen, sehen, sondern das ist ein innerer Prozess, den ich vor allem mit mir selber gehe. Es ist ein Bewusstseinsprozess über, sagen wir, das Phänotypische oder das Physiologische hinaus, den Menschen in jedem Menschen zu sehen. Und meiner Meinung nach fängt da Inklusion an und ist eigentlich das Grundlegende dafür, wenn man eine inklusive Gesellschaft haben will, in der jeder wirklich teilhaben kann. Eben eigentlich ein Mindset zu haben, das den Raum gibt, in dem jeder auch in meinem Leben Platz hat und jeder eine Stimme erhält. Und es geht eben hier los mit unterstützter Kommunikation, wo ich sagen kann, ja, ich gebe Menschen eine Stimme und auch wenn das lange dauert, ich warte, bis der Mensch sich wirklich ausgedrückt hat, bis er seine Bedürfnisse äußert und dann nehme ich das ernst und ich versuche mich da rein zu versetzen und ja, genau, das finde ich total wichtig, dass man das mit einbezieht. Ja, wo fange ich jetzt an? Meine Kindheit war geprägt durch ein sehr starkes, vertrauengebendes soziales Umfeld. Ich habe sehr junge Eltern gehabt, eine große Familie, viele Freunde und mir ist nie aufgefallen, dass ich anders bin. Ich bin dann in die Volksschule gekommen und wir waren am Muttertag in einem Lokal, da saßen zwei alte Damen und haben gesagt, wie kann man mit so einem Kind auf die Straße gehen? Sowas erlebe ich jetzt nicht mehr.
Das war ein negatives Erlebnis. Und als ich hochschwanger war mit meinem ersten Kind, bin ich in der Straßenbahn gefahren, sagt ein alter Mann zu mir, der sicher beide Weltkriege erlebt hat, so eine verkrippelte Hure war unterm Hitler vergast worden. Ja, der Straßenbahnfahrer ist stehen geblieben, hat den einfach rausgehauen, Zivilcourage. So etwas passiert heute nicht mehr. Was mir ganz wichtig ist, und ich habe 25 Jahre lang als Sozialarbeiterin am Jugendamt gearbeitet und habe gern Verbindungsdienste zu Kindergärten, Horten und auch Familien von behinderten Kindern gehabt, weil ich denke mal, es fängt zu Hause an. Wenn die Kinder gut aufgebaut werden, an sich selbst glauben, in ihren Fähigkeiten unterstützt werden, haben die ganz ein anderes Auftreten auch in der Gesellschaft. Ich merke es bei mir, wenn ich Menschen neu kennenlerne, dann kommt einmal so, verstehen Sie mich eh? Sage ich, nur weil ich kurze Arme habe, heißt das nicht, dass ich noch eine andere Behinderung habe. Ja? Aber ich möchte auch noch sagen, ich war ausgebildete Sozialarbeiterin und habe mich bei der MA11 als Sozialarbeiterin beworben, Jugendamt, Amt für Jugend und Familie. Und die Reaktion war, Ihr Äußeres ist den Klienten nicht zumutbar. Das war 1992. Das wäre heutzutage eine klassische Diskriminierungsklage. Ja? Ich habe mir das nicht gefallen lassen, war im Fernsehen und auf einmal habe ich den Job gehabt. Aber viele andere haben die Möglichkeit nicht. Mein Erfolgsrezept ist erstens viel Humor. Ich merke auch, dass die Behinderten, die mit Vehemenz und viel Missmut und ich habe das Recht und das muss so sein und ihr müsst das machen, da begegnen einem Politiker, die leider Entscheidungsträger sind und auch andere nicht so positiv. Wenn man ihnen mit ein bisschen Charme und Humor die Schneid nimmt, dann kriegt man oft viel mehr weiter. Und für mich wäre es wichtig, so einfache Dinge wie behindertengerechte Bankomaten aufzustellen, was eine Sicherheitsgeschichte ist, wo Rollifahrer schwer hinkommen, wo Menschen mit kurzen Armen schwer. Sowas ist so leicht zu ändern, aber das scheitert oft an der Administration. Und die Ehrenamtlichen, die sich einsetzen und die Selbstbetroffenen, werden wirklich mürbe gemacht. Also es gibt Gremien, die mit den Landes- und Stadtregierungen und ich weiß nicht, was allen verhandeln, aber es dauert 100 Jahre. Aber es geht was weiter. Und das gibt mir immer wieder Hoffnung. Danke. Ich weiß nicht, wer von Ihnen... Ich wollte zu dem noch was sagen, was Sie gesagt haben. Das stimmt schon und es ist sehr, sehr wichtig, wie die Einstellung ist. Aber wenn ich, weil Barrieren sind, wo gar nicht hinkomme, dann fällt ihnen gar nicht auf, dass sie, oft fällt den Leuten gar nicht auf, dass sie jemanden ausschließen. Weil auch wenn ich Leute, die sehr viel mit mir zu tun haben, wenn die sagen, das wäre interessant oder toll, die wissen oft gar nicht, sind da Stufen, kann ich dorthin. Und es ist ganz, ganz oft so, was an der Einstellung liegt, in Behinderung, das haben Sie auch die Erfahrung gemacht, wird ganz viel hineinprojiziert. Ich werde als erstes gefragt, wie mir das passiert ist oft, wenn ich wohin komme. Da geht es nicht um das Thema, um das es gerade geht, sondern das erste Thema ist sehr oft, wenn ich jemanden kennenlerne oder bei einer Veranstaltung bin, meine Behinderung. Und ich schätze meine persönlichen Assistenten sehr, aber ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der ich nicht zuerst nach meiner Behinderung gefragt werde, weil das ist, dass die Rahmenbedingungen, mein Rollstuhl und mein Rollstuhl ist ein Hilfsmittel, das ich ganz dringend brauche und das mir Freiheit ermöglicht. Aber es geht nicht immer um meine Behinderung und ich wünsche mir eine Gesellschaft, und da haben Sie vollkommen recht, in der ich nicht zuerst auf meine Behinderung angesprochen werde, sondern auf das Thema, um das es gerade geht. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo hinkomme, was mit meinem Hobby zu tun hat, einfach oder mit, weiß ich nicht, Literatur oder sonst etwas, um das es gerade geht, weil das macht mich aus. Meine Behinderung prägt mich und hat mich geprägt, aber macht mich nicht aus. Und das ist mir ganz wichtig, aber die barrierefreien Rahmenbedingungen, die braucht es. Die braucht es für leichte Sprache, also es braucht nicht nur für Rollstuhlfahrer, sondern da braucht es einfach ganz viel Verschiedenes, aber die Rahmenbedingungen braucht es, weil sonst kommt man dort gar nicht hin. Darf ich noch freuen?
Ich möchte gerne nochmal auf die UN-Behindertenrechtskonvention zurückkommen. Wir feiern ja jetzt dieser Tage 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention Ratifizierung in Österreich. Und warum diese Behindertenrechtskonvention so wichtig ist, ist auch ganz früher der erste Blick auf das Thema Behinderung war so dieser Charity-Aspekt. So, ja, die armen Haschel, für die muss man was tun, die Armen, für die muss man irgendwie was agieren und ihnen irgendwie helfen. Aber bei der UN-Behindertenrechtskonvention geht es jetzt darum, Menschen mit Behinderungen haben Menschenrechte, wie alle anderen auch. Und dass man auf Augenhöhe diese Rechte auch einfordern kann und dafür eintreten kann und dass der Blick darauf eben nicht von oben herab ist, sondern ein gleichwertiger. Und dass man eben nicht mehr so als Mensch mit Behinderung oder als, ich bin auch aufgewachsen mit meiner Behinderung und ich muss nicht mehr dankbar dafür sein, wenn irgendwer es geschafft hat, mich zu inkludieren oder irgendwas barrierefrei für mich zu gestalten, sondern das ist mein Recht, das ist gut, alle kommen darüber ein, dass Menschen mit Behinderungen Menschenrechte haben. Ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Ich glaube, die Dame wartet schon ein bisschen. Ja, da würde ich gerne anschließen an das, was gerade gesagt wurde. Das eine bei Behinderungen, bei Inklusion, ist, dass man die Barrieren entfernt, möglichst. Dass man den Menschen ermöglicht, die Teilhabe an der Gesellschaft. Ich habe mal eine alte Tante im Rollstuhl geführt und habe gemerkt, wie schwer es ist, wenn die Erhöhung nur ein bisschen höher ist als normal und wie ich das kaum geschafft habe, einen Rollstuhl raufzukriegen. Also man kann sich als unter Anführung normaler Mensch gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist, dass man sich da frei bewegen kann. Ein viel größeres Problem, was die Inklusion betrifft und eine viel größere Herausforderung, sehe ich in dort, wo es uns schwerfällt, mit einem, sagen wir mal, behinderten Menschen, mit einem Menschen, der eben anders ist als der normale, alltägliche Mensch, so zu kommunizieren, dass wir seine persönliche Meinung, seinen Willen wahrnehmen können. Weil ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir an dem Punkt kommen, dass möglichst jeder sagen kann, kundtun kann oder schreiben kann, was er wirklich möchte. Wir, gerade bei Menschen, die schwerstbehindert sind, die sich nicht so äußern können, nicht so selbstverständlich ausdrücken können, passiert es ja, dass man über ihre Köpfe hinweg sie einfach gut behandelt, weil man glaubt zu wissen, was sie brauchen. Man kennt sie ja. Man hat eine langjährige Beziehung oft mit einem Menschen und denkt, wir wissen schon, was der jetzt braucht. Aber doch jede Möglichkeit ausnützen, und da ist eben die gestützte Kommunikation eine Hilfe, dass man die freie Willensäußerung wahrnehmen kann, dass ein behinderter Mensch wirklich frei über sich selbst verfügen kann. Bis hin dazu, dass er ein Recht darauf hat, bei lebenswichtigen Entscheidungen Ja oder Nein zu sagen. Mach mal hier einen Abstecher wieder, oder Patrick? Gibt es was zum Lesen? Magst du vielleicht noch was zur gestützten Kommunikation oder was du da eigentlich machst oder der Ulrich und der Stefan da eigentlich machen? Magst du da was dazu sagen? Ja, also diese Art, wie eben jetzt ich versuche zu helfen, dem Ulrich und Stefan, ist eben die Art, dass ich jetzt ja seit mittlerweile 9 Jahren das geübt habe, mich darauf einzustellen, wie ihre Bewegung funktioniert sozusagen, also wie sie möglichst gezielt hinzeigen können, sodass sie eben die Tastatur dann bedienen können. Das übt man am Anfang ein bisschen großräumiger mit so einfachen Entscheidungsfragen und dann verfeinert man das eben bis zur Tastatur, sodass sie doch relativ fließend, wenn auch langsam, etwas sagen können. Und ja, und das ist eben auch ein Versuch, Barrieren zu überwinden.
Das sind vielfältige Barrieren, eben auch eine sehr, sehr große Skepsis, die besteht, weil ich stütze ja die Hand. Jetzt könnte ich natürlich das beeinflussen, was gesagt wird. Natürlich ist immer mein oberstes Ziel, dass ich nicht meine Dinge, meine Worte sozusagen da irgendwie hineinlege. Aber ich kenne, meine ich, Gott sei Dank, die Menschen, die ich jetzt unterstütze, gut genug, um zu wissen, dass sie das auch nie mit sich machen lassen würden. Also man muss es einfach, glaube ich, aus dem Leben, aus der Erfahrung heraus dann kennenlernen. Und darum, ja, möchte ich mich auch einsetzen dafür, dass diese Methode eine gute Zukunft hat, ja, und auch neben anderen, vielen anderen Methoden der unterstützten Kommunikation einfach auch zur Anwendung kommt. Also wir machen bei uns in der Einrichtung natürlich auch, sind wir so am Weg, das ist eine Arbeit über Jahre, Jahrzehnte, auch das Ganze aufzubauen mit der unterstützten Kommunikation. Und diese Methode ist eben eine, die ich auch als sehr sinnvoll erlebt habe und sehr wichtig. Jetzt möchte ich vorlesen von Stefan. Also Stefan hat vorhin noch geschrieben, meine denkerische Arbeit sieht man nicht, aber ich arbeite sehr viel. Das bedeutet, dass ich sehr viel nachdenke, objektiv, um Dinge zu verändern. Unsere sehr wichtige Arbeit ist schwer, weil es nicht viele Menschen gibt, die helfen können. Ja, das war das Statement vom Stefan am Beginn und dann Ulrich hat noch geschrieben, ich finde, dass es sehr geistige Dinge gibt, die sehr wesentlich sind für alle und ich will sehr viel arbeiten daran, dass es für alle besser wird. Ich sehe, dass es immer jederzeit gute Bemühungen gibt, aber auch viele behindernde Dinge. Dass es viele Bemühungen gibt, aber auch viele behindernde Dinge. Ja. Ja, also ich merke das auch bei mir in meinem Umfeld, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne stehe oder wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auch am ersten Arbeitsmarkt habe ich es bemerkt, dass es ihnen noch immer Barriere in den Köpfen gegeben hat oder gibt, wie man mit einem Menschen mit Behinderung umgeht. Auch auf der Bühne, wir schreiben halt so Lieder, die was halt, ja, manchmal, jetzt haben wir zum Beispiel ein Lied, Monkeys für Gleichberechtigung, wo es auch um Inklusion und um Gleichberechtigung geht. Und es gibt schon einige Menschen, denen das sauer ausstoßt, wenn wir unser Maul aufmachen und einfach sagen, ja, Gleichberechtigung ist wichtig und dass mehr Menschen mehr verdienen als Menschen mit Behinderung und dass es noch immer Menschen gibt, die ja, Menschen mit Behinderung nicht so auszahlen, wie es eigentlich gehört und und das ist halt auch ein Thema, weil jeder Mensch hat das Recht, normal Geld zu verdienen, einen normalen Job zu haben, in seinem Umfeld akzeptiert zu werden, in seiner Stadt, in seinem Freundeskreis, in seiner Familie. Und Barrieren sind noch immer in den Köpfen von Menschen. Und die gilt es abzubauen und einfach aufzuzeigen, dass Menschen mit Behinderung genauso Menschen sind wie jeder andere auch und dass Menschen mit Behinderung genauso entlohnt werden und genauso einen Arbeitsplatz, dass ihnen genauso ein Arbeitsplatz zusteht wie ein Mensch, der was keine Behinderung hat. Und ich finde es auch wichtig, dass das aufgezeigt wird, dass es noch immer Barrieren in den Köpfen gibt. Und dass noch immer diese Mitleidschiene, so wie damals oder so wie Licht ins Dunkel, die armen Hartschalen, die können eh nichts, die brauchen nur finanzielle Unterstützung, dass es ihnen dann besser geht, finde ich nicht.
Menschen mit Behinderung brauchen Unterstützung, Menschen mit Behinderung brauchen Assistenz. Und es ist einfach wichtig, dass auch Menschen mit Behinderung das Maul aufmachen und zu sagen, ja, wir haben da jetzt ein Problem, wir wollen darauf hinweisen. Und ja, das ist wichtig, dass es auch offene Ohren gibt, so wie hier in dieser Runde, die einem zuhören und einfach, ja, wo man das kundtun kann, was einem stört. Und Inklusion geht jeden an. Ich finde, jeder von uns hat Inklusion erlebt oder erlebt Inklusion. Und das gilt es halt jetzt in die Gesellschaft hinauszutragen. Und ja, es ist wichtig, dass wir das heute machen und dass wir aufzeigen, dass Inklusion doch noch ein Thema ist, was viele beschäftigt und wo man einfach sagen muss, ja, es ist nun mal da, es ist nun mal ein Thema, Menschen mit Behinderung und Inklusion, und es gehört einfach bearbeitet. Und ja. Ich möchte mal noch eine Zwischenfrage oder in die Runde stellen, und zwar gibt es sowas wie einen Zwang zur Inklusion? Das würde mich mal interessieren, was die Menschen, die jetzt hier versammelt sind, dazu denken. Also ich meine jetzt in dem Sinne, ist man jetzt durch die neue Richtung, die da eingeschlagen wird, durch die Behindertenrechtskonvention, wird da latent eine Richtung vorgegeben, dass man sich sozusagen dass es Schwierigkeiten bereitet, wenn man jetzt nicht sich durchmischt sozusagen, also wenn man sich separieren möchte. Ja, also der Gegenbegriff zur Inklusion wäre ja der Separation. Also wenn ich mich zurückziehe und mit Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben wie ich, das durch die Behinderung gegeben ist, kippt die Sache in die Richtung, dass ich mich da rechtfertigen muss, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die eine Behinderung haben sozusagen, oder bin ich gezwungen sozusagen, mich immer damit zu konfrontieren, weil das haben Sie ja auch gesagt, also rausgehen in die Gesellschaft, sich zeigen. Ich stelle mir das manchmal auch sehr anstrengend vor. Also, oder ist es, gibt es sowas wie ein, gibt es das, dass man sich auch irgendwo geborgen fühlt oder, wie soll ich sagen, als normal gilt, weil man mit Menschen zusammen ist, die eben auch eine Behinderung haben. Also ist das etwas, wie stehen Sie dazu? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also dieses Spannungsfeld, einerseits irgendwo auch an aufzufallen, eben was das Phänomen Behinderung ja mit sich bringt. Also dieses immer mit einer Auffälligkeit, also durch die Umwelt konfrontiert zu sein. Und gibt es das, dass man sich da auch manchmal ganz erholt sozusagen fühlt, wenn man mit anderen Menschen mit Behinderung zusammen ist, weil das ja dann das Normale ist. Also diese Diskrepanz zwischen normal, also wo fühle ich mich normal, oder schaffen wir es, dass ich mich eben nicht so exponieren muss durch meine Behinderung? Schaffen wir das in unserer Gesellschaft, oder schaffe ich das? Also dieses Spannungsfeld einfach wollte ich mal in die Runde stellen, und mich interessiert sehr, was Sie dazu zu sagen haben. Darf ich da was einbringen, bitte? Also die Vorstellung höre ich von nicht behinderten Menschen sehr oft, dass geglaubt wird, wir fühlen uns unter unseresgleichen sozusagen am wohlsten. Mhm. Weil, nein, nicht am wohlsten, aber kannst mal eine, ja, Erholung sein? Ja, also oder? Nein. Ich arbeite ja als Peer-Beraterin, und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir uns gegenseitig bestärken. Und ich denke, das hat ja nicht nur mit Behinderung zu tun, wenn man gleiche Lebenserfahrungen hat. Ist das oft
ermutigend oder entlastend oder was auch immer, dass man sich austauscht, aber es ist genau, es passiert eben das, was ich vorher gemeint habe, mit es wird hinein gedacht von nicht betroffenen Menschen, das ist genau diese Erfahrung, die wir machen, dass zuerst unsere Behinderung gesehen wird. Vielleicht ist etwas anderes, ein anderes Merkmal, eine Eigenschaft, die ich habe, viel wichtiger für mich. Und deswegen ist es so wichtig. Besonders wohl fühle ich mich dort, wo ich auf wenig Barrieren stoße oder wo man einfach mitgedacht hat und mir hilft, Barrieren, die noch vorhanden sind, ohne viel Fragen zu überwinden, weil ich mich da selbstverständlich angenommen fühle und darüber nicht nachdenken muss. Wenn wo eine barrierefreie Toilette ist, muss ich nicht drüber nachdenken, ob ich was trinken darf. Oder darum ist es so wichtig, dass von klein auf, vom Kindergarten an, die Leute, also Kinder sind, nehmen uns so, wie wir sind. Die fragen nicht zuerst nach der Behinderung, die finden vielleicht den Rollstuhl spannend, aber nach der Behinderung fragen sie nicht. Und dieses Unvoreingenommene, glaube ich, macht es uns am angenehmsten. Und die Barrierefreiheit, die wir brauchen. Da geht's gleich weiter, danke. Also so anders sind die Menschen mit Behinderungen nicht, dass sie sich in ihrer eigenen Gruppe besonders wohlfühlen oder so separiert werden möchten oder sollen. Und ich finde es ganz zentral und ganz zentraler in der UN-Behindertenrechtskonvention, dass man an einem neuen Blick auf Normal arbeitet. Dass Normal ein viel vielfältigerer Blick auf das Leben ist und auf Menschen. Und dann fallen auch Menschen mit Behinderungen darunter und dann fallen Menschen mit Migrationshintergrund darunter. Und deswegen finde ich es sogar recht schwierig zu überlegen, ob man sich als Mensch besonders wohlfühlt, wenn man sich nicht ins Außen begibt. Weil wenn wir es schaffen, dass Behinderung normal ist und Teil eines neuen Verständnisses von Normal, dann geht auch dieser Gedanke, diese Grundidee weg, optimalerweise. Also ich bin für ein neues Normal. Ich glaube, die waren... Hier müssen wir mal erst nochmal an die Seite. Meine Karriere war 4 Jahre Behindertenschule im 23. Bezirk, war harte Schule, war aber immer lustvoll und lustig. Und 8 Jahre ganz normales Gymnasium. Also ich war sowohl in dem einen Bereich als auch im anderen Bereich. War dann auch sehr gestärkt für die Normalen, aber es hat da keine Probleme gegeben. Was ich mittlerweile weiß, dass mich Leute anschauen, ist ganz klar. Ja, weil ich einfach anders ausschaue. Kinder sind neugierig und fragen, ob ich mir die Hände abgesägt habe oder irgendwelche Sachen. Habe einen Freund, der war Kettensägenjongleur, so sagt er. Ja, Entschuldigung. Was ich mittlerweile weiß, ich war seinerzeit sehr schlank und habe mir auch selber gut gefallen. Mittlerweile aufgrund der Stoffwechselgeschichte bin ich überwurzelt. Wenn ich jetzt irgendwo in ein Bad gehe oder am Strand gehe, weiß ich, dass mir die Leute nachschauen. Es macht mir aber eher Sorgen wegen die Fettwurzeln. Und jetzt war ich 2-mal schon in Teneriffa in einem behindertengerechten Hotel, da haben wir Weltkontergan-Treffen gehabt. Es war mega entspannend, dort auf der Liege zu sein, weil keiner geschaut hat. Wurscht, ob du kurze Arme hast, kurze Beine hast, viel Fett, wenig Fett. Also ich habe es mittlerweile auch schon als entspannend empfunden. Ich finde schon, ein Normal sollte ein Normal sein, aber ich habe meinem Sohn immer gesagt, wenn ich die Heidi Klum wäre, würden sie mir auch nachschauen. Und Stars sind auch lieber unter sich, weil dann schaut keiner, weil eh jeder weiß, worum es geht. Also entspannender ist es für mich mittlerweile sehr wohl, wenn ich unter meinesgleichen bin, weil da weiß ich, ich muss nicht repräsentieren, keine Show abziehen, wie toll ich bin, wie tüchtig ich bin, dass die Leute sagen, pfau, ein Wahnsinn, und wenn ich dann meine Sachen sehe. Also es macht schon ein bisschen einen Stress auch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich verstehe auch die anderen Meinungen. Nur ich bin mittlerweile schon ein bisschen älter und ich entspanne mich schon gerne ein bisschen. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen dazu, dass, glaube ich, auch wichtiger
Punkt ist, um überhaupt das Selbstbewusstsein zu entwickeln zu können, doch im Kern und vor allem bei Elternvereinen etc. sieht man sich, dass das einer der wichtigsten Punkte ist, um das Selbstvertrauen entwickeln zu können, dass man sie zuerst unter sich sucht, unter sich stärkt, um dann hinausgehen zu können in die Gesellschaft. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Teil ist. Und man darf halt auch nicht ganz vergessen, sagen, ist, glaube ich, was Grundmenschliches und auch evolutionär Menschliches, alles, was nicht direkt zu meiner Sippe kehrt oder gleich wie meine Sippe ist, ist für mich etwas Unnormales. Und dafür ist es, glaube ich, auch eine gewisse Akzeptanzbasis, auch ich sage mal jetzt von der Behinderungsseite her erforderlich, um das auch zu akzeptieren, dass es halt einfach als was Unnormales angesehen wird. Das darf man auch nicht ganz vergessen an der Thematik. Und man darf das nicht als böse oder schlecht entwickelt oder was auch immer nennen, sondern es ist einfach, glaube ich, eine evolutionäre und eine ganz menschliche Sache. Also für mich beginnt Inklusion und Exklusion auch in den Köpfen. In meiner Assistenzzeit, also als persönliche Assistentin, habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn ich mit meinem Kunden unterwegs war, einkaufen war, beispielsweise er ist blind, dass Menschen oft mich angesehen haben, okay, das kann ich noch nachvollziehen, aber auch über ihn in der dritten Person gesprochen haben, wo ich mir dann gedacht habe, bitte fragen Sie ihn doch selber. Also ich denke mir, da gibt es einfach, es ist ein Prozess, Inklusion auch, es braucht Sensibilisierung, es müssen auch vor allem von den nicht behinderten Menschen oft Barrieren abgebaut werden. Eine Ebene gibt es auch noch, die mich interessiert, und das ist die systemische Ebene. Wo haben wir in unserem System, in unserer Gesellschaft Barrieren, wie beispielsweise jetzt, dass Sozialleistungen abgebaut werden, dass die erhöhte Familienbeihilfe gestrichen wird? Da würde mich interessieren, was haben Sie da alle für Ideen, wie man auch Inklusion auf einer höheren Ebene, vielleicht auf der Wirtschaftsebene oder auch auf der Demokratieebene oder Frage, sicherstellen kann. Ja, ich möchte zu dem vorigen Punkt noch etwas sagen. Natürlich freue ich mich, wenn ich mit meinen Freundinnen einen Mädelsabend mache. Natürlich bin ich gern mit meinem Fußballverein unterwegs, mit den Männern und Frauen, mit denen ich E-Rolli-Fußball spiele, die behindert sind, so wie ich im Rollstuhl sitzen. Natürlich bin ich auch gern mit meinen Arbeitskolleginnen unterwegs, die männlich, weiblich, jung, alt, behindert, nicht behindert sind, aus Österreich stammend oder auch nicht. Ich denke, jeder Mensch, Frau, Mann, ist egal, freut sich, wenn sie mit Gleichgesinnten unterwegs sein kann. Und ich als behinderte Frau freue mich auch, dass ich behinderte Frauen kenne. Ich freue mich aber auch, dass ich andere Frauen kenne. Und ich freue mich, dass ich Männer kenne und dass ich schwimmen gehen kann und. Aber es geht auch darum, dass wir ein Recht darauf haben. Also es geht darum, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Und wir haben ein Recht darauf, dass die barrierefrei sind. Wir haben ein Recht darauf, dass Sportangebote für uns geschaffen werden, damit wir selber Sport machen können. Wir haben aber auch ein Recht darauf, den anderen zuzuschauen, wenn die schwitzen und Sport machen. Ich habe ein Recht darauf, dass ich dort trinken kann, wie die Magdalena gesagt hat, dass ich dort auf die Toilette gehen kann, dass ich heute hier sitze, dass ich eine persönliche Assistentin habe, die mich begleitet, die mein Auto lenkt, die einfach für mich da ist, dass ich auch hier sein kann. Also es geht gar nicht darum, dass man immer zwangsinkludiert wird oder zwangssepariert wird. Es geht darum, dass wir ein Recht auf alles haben. Ich möchte in keiner Weise irgendwas widersprechen, was da jetzt gesagt wurde, ganz klar. Trotzdem möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, was mich in meinem Beruf sehr beschäftigt hat, aber auch danach. Das kann, glaube ich, das kennt jeder, glaube ich, was ich jetzt sagen möchte. In dem Zusammenhang auch, wie es so ist, ob man, was Sie da gesagt haben, also wie viel Anrand muss man sich geben, um zu sagen, den Menschen akzeptiere ich, wie er ist. Es gibt sehr, sehr viele Kinder und dann späterhin auch Jugendliche und Erwachsene, die nicht schwer behindert sind, wo man das, was ihr Problem ist, eigentlich nicht sieht. Und trotzdem schaffen sie es nicht mitzuhalten, aus den verschiedensten Gründen.
Man hat halt dann früher, das sind so Worte, hat man gesagt, lernbehindert. Ich habe gar kein Problem, dass jetzt, also ich möchte jetzt da nicht auf solche Worte eingehen, Sonderschule. Ich meine, dass leicht behinderte, leicht beeinträchtigte Menschen es oft ganz, ganz schwer haben. Ich möchte sagen, es hat, das dürfen Sie jetzt ja nicht missverstehen, aber ich habe mir das oft gedacht, ein eindeutig behinderter Mensch hat es in einer gewissen Weise auch wieder leicht. Weil er ist eben der, der er ist, man sieht es. Ja? Dann kann man auch, wenn man in der Lage ist, sich selbst zu artikulieren, auch mal sagen. Ja? Das ist ja schon ein ungeheurer Punkt, ob man sagen kann. Aber es gibt eben Kinder, die sind ängstlich, die sind, trauen sich nicht heraus, bringen den Mund nicht auf, sind unsportlich und so weiter und so weiter. Ein bisschen, glaube ich, können Sie sich schon vorstellen, was ich meine. Und an die wird der Normalanspruch total gestellt. Da sagt man nicht so schnell einfach, naja, der ist halt nicht ganz so tüchtig, sondern der wird dann, jetzt sind wir zum Beispiel, nicht, was Sie da angesprochen haben, jetzt wird wieder sitzen geblieben. Kann man die Menschen nicht inkludieren, die ein bisschen schwächer sind? Nein, man lässt sie sitzen. Also das meine ich jetzt, dass ganz viele, das sind viel mehr als die offensichtlich Behinderten, sich sehr schwer tun. Die werden mit Nachhilfe getriezt, die werden mit psychologischen Unterstützungen getriezt. Alle sind immer unzufrieden mit ihnen. Das ist auch so eine Sache. Also wenn wir sagen, wir integrieren einen Menschen, also entschuldigen Sie, wenn ich jetzt Sie mal anschaue, wie Sie, dann ist das schon eine Kunst, aber keine riesige. Das geht noch ein bisschen leichter, weil Sie können es sagen. Aber es gibt eben viele, die sich da üben und trauen. Ja. Also es sind ja auch hier die Kämpferischen, die sich einsetzen und die braucht ja die Szene ganz dringend. Also die Behinderten brauchen ein Lobby und das sind unter anderem Behinderte selbst, die für ihre Rechte kämpfen. Aber ich habe halt mal versucht zu sagen, da gibt es ein großes Thema von Akzeptanz, ohne dass man es auf den ersten Blick sieht, worum es geht. Da war schon lang eine Wortmeldung. Also zum Thema, dass Menschen mit Behinderung sich nur mit Gleichgesinnten abgeben, das stimmt nicht. Wir haben sehr viele Auftritte von Gemischten, also da kommt alles hin. Und wir mischen uns einfach unter das Volk, weil ja, wir sind offen für alles und nur weil man eine Behinderung hat, sollte man sich nicht absondern und nur mit der Zielgruppe abhängen. Na, einfach hinausgehen auf die Straße und einfach in die Gesellschaft hinausgehen und zu sagen, was man zu sagen hat und sich nicht davor schrecken, einfach jetzt einmal den Mund aufzumachen und sagen, hey, ich habe eine Behinderung, aber ich gehe trotzdem auf die Straße. Ich spiele trotzdem in einer Punk- und Metal-Band. Und einfach zu sagen, ja, man ist da, man weiß, was man hat. Man weiß, was für Schwächen und was für Stärken man hat. Und ja, einfach so sein, wie man ist. Und es gibt sowieso nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute nehmen einen an oder die Leute ignorieren ihn. Also mehr gibt es davon nicht. Und ist auch sehr wichtig, dass man man vielleicht eine Wortmeldung kommen ist von der höheren Ebene, dass man da ansetzt. Es ist auch wichtig, dass man mal sagt, ja, ich finde das nicht in Ordnung, dass das Kindergeld gestrichen wird, ich finde es nicht in Ordnung, dass das und das gestrichen wird. Natürlich muss man da auch den Mund aufmachen. Aber ich denke mal, wenn man sich jetzt zusammentut und eine Gruppe bildet und dann auf die Straße hinausgeht und sagt, das ist nicht in Ordnung, die Leute erwarten natürlich, dass man immer sagt, nein, ja, wir sind eh leise, ihr könnt das ruhig mit uns machen, aber
man muss schon auch kämpfen und muss schon auch für das, was man erreichen will, einstehen. Und das ist wichtig, dass man das im Kopf hat, dass man das machen muss. Und ja. Ja, ich wollte jetzt auch noch mal kurz was sagen zum Zwang zur Inklusion und was Sie gerade gesagt haben, weil das unterstreiche ich eigentlich total und auch das erfahre ich immer wieder in meiner Arbeit, wie wichtig das, ich glaube, die Frage Zwang zur Inklusion stellt sich gar nicht, es ist vielmehr die Frage, hat jeder die gleichen Möglichkeiten und es ist eine Frage nach Möglichkeiten, ob ich das dann nutze oder nicht, ist erstmal irrelevant, aber ich muss die Möglichkeiten, dieselben Möglichkeiten haben wie jeder andere und das ist sowohl, jetzt sagen wir mal im Außen, einfach eben Barrierefreiheit im Außen, aber ich merke das vor allem in meiner Arbeit. Ich mache so Unterstützungskreise mit und so persönliche Zukunftsplanung mit Jugendlichen mit Beeinträchtigung. Und da geht es auch, was vorhin schon mal gesagt hat, über den eigenen Willen äußern. Also, dass ich gemerkt habe, auch in der Arbeit, wie viele Jugendliche mit zwischen 15 und 20 gar nicht selber sagen können, was sie wollen. Nicht, weil sie es nicht dürfen, sondern einfach, weil sie es nicht gelernt haben. Weil sie einfach immer in einem System gelebt haben, das sozusagen sie eine Abhängigkeit hält, wo ihnen gesagt wird, was wie zu laufen hat, wo ihnen auch Bedürfnisse eingeredet werden. Und das eigentlich man eben zu diesen Möglichkeiten auch mit einbeziehen muss, eigentlich die Möglichkeit, geistig oder bewusstseinsmäßig sich so entwickeln zu können, dass ich auch wirklich fähig bin zu sagen, was ich eigentlich will. Und dass ich nicht denke, ich will das, weil das hat mir meine Mama immer gesagt oder meine Lehrerin, sondern das ist eigentlich ein Bedürfnis, was nur ich habe, was unabhängig von meinem Umfeld läuft. Und das sozusagen in diesem Feld Zwang zur Inklusion oder Möglichkeiten oder Zugang eben auch eigentlich eine, und da greife ich wieder das auf, was ich auch am Anfang gesagt habe, eigentlich eine Bewusstseinsbildung und auch ein Bemühen auch des Umfelds und das ist auch gerade in der persönlichen Assistenz, glaube ich, immer wieder ein Thema, zu sagen, mich als der Mensch vielleicht, der unterstützt oder der Assistenz leistet, einfach wirklich auch nur als Unterstützer zu sehen und als Assistent und jemand, der vielleicht den Willen des anderen ausführt, aber der wegkommt von dieser wohlwollenden ich weiß, was besser für dich ist Haltung oder ich nehme dir das einfach ab, weil du kannst es ja nicht, dass eben zur Selbstermächtigung auch gehört, dass man dem anderen das zutraut und dass man dem anderen eine Möglichkeit gibt, selber Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch selber Fehler zu machen, selber gegen die Wand zu rennen und dass das eigentlich einen Bereifungsprozess befördert, der anders gar nicht möglich ist und wo dann Möglichkeiten möglich werden, die man vorher vielleicht gar nicht hätte denken können. Und deshalb also zum Zwang zur Inklusion, ist glaube ich kein Zwang, es ist einfach ein Rahmen von Möglichkeiten, der zu schaffen ist und den jeder nutzen kann, aber nicht muss. Sie hat auch was? Ja. ja, also ich denke mir, wenn man jetzt vielleicht das Beispiel Tanzschule hernimmt, wie ich bei Ich bin okay tätig bin, wäre es eigentlich absurd zu sagen, wir machen eine Tanzschule für Menschen mit Behinderungen und einerseits so tut, als wäre das eine total homogene Gruppe, die sie gar nicht ist. Ja, ich bemühe mich eh so hier. Und ja, und dann auch andererseits diese Gruppe schließt und dann sagt, ja, dann macht es halt einen Auftritt und tanzt und dann schaut es, was sie können, obwohl sie behindert sind. Als man öffnet die Angebote für alle, die daran teilnehmen wollen und nimmt dann den Prozess wichtig und schaut, was gemeinsam entstehen kann. Und ich glaube nicht, dass das dann ein Zwang ist, dass da Menschen mit und ohne Behinderung sein müssen, sondern dass es wichtig ist. Ja. Meine letzte Nachfrage nochmal zu dem Thema, um sie noch vielleicht in diese Richtung zu konkretisieren. Meine Frage ging auch in diese Richtung, dass wir ja, dass die Frage zum Beispiel der Schule eine ist, wo wir vielleicht, die Tendenz ja die ist, dass wir alle Kinder in
in die normalen Schulen sozusagen inkludieren. Und meine Frage, braucht es noch Schulen, die speziell für Kinder mit Behinderung da sind? Ist das überholt? Ist das noch, brauchen wir sowas noch? Also da spitzt sich für mich ein bisschen zu. Also wenn wir jetzt mal als Maßstab nehmen, die Selbstbestimmung, das Recht zur Selbstbestimmung, könnte es ja Menschen geben, die sagen oder Eltern sagen, dass sie glauben, dass ihre Kinder in Schulen besser aufgehoben sind, weil da ein gewisser Schonraum da ist, dass sie nicht ständig damit konfrontiert sind und auf ihre Behinderung zurückgeworfen sind, sozusagen durch in der Regelschule. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Wird es noch Schulen geben, die speziell für behinderte Kinder da sind, möglicherweise offen für normale Kinder in Anführungsstrichen? Oder wie wird die Zukunft aussehen? Oder wird es das nicht mehr geben? Werden die anderen Kinder in den Klassen und die Lehrer dann irgendwann so weit sein, dass die Kinder, die eine Behinderung haben, in den Regelschulen dort eben tatsächlich nicht diskriminiert werden oder ständig besonderen Herausforderungen sozusagen sich stellen müssen? Also das in diese Richtung geht auch meine Frage. Aber ich will zwischendrin mal noch, Patrick, wolltest du mal noch mal was vorlesen oder noch mal eine andere Wortmeldung dazwischen? Oder wir machen das hier so und dann seid ihr noch mal dran. Ja, ich melde mich schon wieder. Also für mich geht es ganz sicher mal im Elternhaus los und es geht schon bei der Geburt los, wo oder während der Schwangerschaft, wenn klar ist, dass das Kind behindert ist oder behindert sein wird, dass da mal die Eltern entsprechend unterstützt, gestärkt werden und auch wissen, was eventuell auf sie zukommt. Es kommt immer darauf an, welche Art der Behinderung das ist, soweit man das erkennen kann. Aber da fängt schon an und dann ist die nächste Geschichte Kindergarten. Und da geht es auch schon drum. Ich denke mal, man muss Kindern, auch behinderten Kindern, unbedingt die Möglichkeit geben, selbst ein bisschen herauszufinden. Aber es kommt, wie gesagt, man kann es auch nicht über einen Kamm scheren. Weil es gibt auch bei den normalen mehr Begabte oder weniger Begabte aufgrund von Fördermöglichkeiten oder nicht. Die kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Und ich denke mal, der Trend ist jetzt dahingehend, es gibt keine Schulen mehr für Kinder mit ganz besonderen Dingen, das ist so irgendwie der Trend, aber manche wollen es vielleicht auch und manche brauchen es vielleicht auch. Ich muss sagen, ich habe keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, ich war aber nur halb intern. Ganz intern ist ganz was anderes wieder, obwohl es dieselbe Schule war. Aber ich denke mal, es fängt im Elternhaus an, wie stütze ich und schütze ich und stärke ich mein Kind, ohne es in Watte zu packen und vor allem zu bewahren. Ich bin auch hingeflogen beim Tempelhupfen und habe meine Nasen offen gehabt, das gehört dazu. Dadurch bin ich auch sehr geschickt worden. Ehrgeiz ist gefördert worden. Das kann man so viel machen bei Kindern, die haben so viel Potenzial. Und da liegt schon auch bei den Eltern und auch am Grundcharakter des Kindes. Man kann nicht, also ich bin mir da ziemlich sicher, dass ich nicht sagen kann, ein Schuh passt für alle. Es gehört viel mehr Flexibilität. Und manchmal, ich kann auch schon sagen, dass eine Zeit lang das sehr entspannend ist, unter deinesgleichen zu sein. Und das stärkt auch für später. Und das fängt aber im Elternhaus an. Also ich glaube, dass Eltern einfach viel mehr brauchen. Wir haben, was speziell meine Behinderung betrifft, eine Europa-Umfrage gemacht. Und den Müttern ist während der Schwangerschaft gesagt, dann wissen sie, was treiben sie halt ab, wenn eine Hand gefehlt hat. Die haben sich aber nicht vorstellen können, was tun. Die hätten Beratung gebraucht. Ja? Okay, was ist alles möglich? Es gibt super tolle Videos, wo es, weiß ich nicht, einarmige Surfer, ohne Arme, Piloten gibt, alles. Ja? Also das sind Dinge, die einfach Eltern auch brauchen, zu sehen, okay, mein Kind wird das und das haben. Welche Möglichkeiten gibt es? Und da nehme ich auch Ärzte, Hebammen und all die mit rein, wo ich sage, da brauchen die Eltern einfach mehr als da haben sie das Kind und schauen, wie es weiterkommen. Und wenn es durch einen Unfall passiert, auch dann brauchen Eltern einmal in erster Linie Unterstützung. Ja, jetzt wollte ich gerade von mir aus meiner Sicht kurz was sagen. Also als Mitarbeiter jetzt von so einer
sogenannten Einrichtung, ja, wo eben doch recht viele Menschen mit einer Behinderung auch leben und dort möglichst gut begleitet werden. Ja, wir sind eine Einrichtung, die ziemlich angesehen ist, die auch ja, irgendwie einen ziemlich guten Ruf hat in der Umgebung. Und ich hoffe zu Recht, aber ich erlebe auch alltäglich jeden Tag, was es auch für ein Kampf ist, dass man mit den Ressourcen, die da sind, wirklich halbwegs den Idealen nachkommen kann, die man eigentlich hat, ne? Was man eigentlich alles gerne tun würde für die Menschen, mit den Menschen. Das ist ein täglicher Kampf, weil es ist wirklich ein ständiger Kampf mit knappen Ressourcen. Ich bin einerseits sehr dankbar, dass die Gesellschaft, die Länder und so, aber im Prinzip die Gesellschaft mit Hilfe der Steuermittel das ermöglicht und dass das möglich ist, was wir tun, das ist schon wunderbar. Aber ich sehe auf der anderen Seite, dass es noch wirklich ja, auf jeden Fall mehr bräuchte. Und ja, da sehe ich eben die Rahmenbedingungen einfach gesellschaftlich, die schwierig sind, weil eben die Ressourcen, die da sind, noch nicht optimal genutzt werden. Ne? Also das Geld, das vielleicht irgendwo anders investiert wird, glaube ich, sollte noch mehr dem Sozialbereich zukommen. Ja, und jetzt diese andere Frage nach der Inklusion oder ob es da einen gewissen Zwang gibt. Also im Inklusionsdenken ist ja ein ganz wichtiger Begriff, die Autonomie. Insofern fände ich wichtig, dass jeder Mensch das selbst entscheiden kann. Ne? Also wie viel möchte ich rausgehen, überall dabei sein, wie viel möchte ich lieber einen geschützten Raum für mich haben. Also das autonome Entscheiden, dazu braucht es wieder die Kommunikationsmöglichkeiten. So oder so, es braucht immer ganz viel Unterstützung, eben auch im Bereich der Kommunikation, damit überhaupt eine sichere Entscheidung möglich wird und so weiter. Bei Kindern ist wieder eine andere Frage, da müssten Eltern entscheiden können, ne, denke ich, und mit dem Kind gemeinsam, mit Fachleuten, wie auch immer. Ja, das mal soweit. Also auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, da ist noch, glaube ich, viel zu tun. Jetzt möchte ich gerne vorlesen wieder. Also von Ulrich noch einmal, Ulrich Zimmer. Hier ist das Gespräch sehr schön und alles, das uns vernichten will, ist nicht da. Sehr vieles ist, dass es sehr vernichtend schwere Dinge gibt, die alles Denkerische vernichten wollen. Ich denke viel nach, was in der Welt helfen kann. Und der Stefan Leubel hat dann geschrieben, sehr gut ist die Frage von Ines. Es ist für manche denkbar, dass es nicht immer möglich ist, unter die Menschen zu gehen. Aber ich will schon gerne unter die Menschen gehen. Nicht sehr verschieden arbeiten andere Menschen, sagen wir, von uns. Aber ich will auch denkerisch arbeiten und es ist dasselbe, wenn man anders arbeitet. Und der Ulrich Zimmer hat dann noch geschrieben, ich sehe, dass es viele Bemühungen gibt, aber es braucht noch viel mehr. Ich gehe gerne unter die Menschen, aber ich gehe nicht in allen Fällen gerne unter die Menschen. Ich wollte nur kurz ein Beispiel bringen. Wir haben im Sommer im Waldviertel mit dem Kulturfestival Szene Waldviertel in Kooperation die Serie gemacht, Fußballkultur. Da ging es darum, dass wir eine offene Fußballserie gestartet haben. Das heißt, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, Frauen, Kinder von 4 bis 50 Jahren konnten gemeinsam Fußball spielen. Wir haben die Menschen einfach bunt zusammengewürfelt vor Ort und wir haben Fußball gespielt. Wir hatten drei Termine. Der erste war in Horn. Horn hat 6.000 Einwohner. Der zweite Termin war in Radessen, 8 Einwohner. Ja. Die hatten nichts. Wir haben dort alles aufgebaut. Und der dritte Termin war in Rabsener Thaya. Ja, also ganz weit oben und hat eigentlich das Problem, dass die Leute mehr wegziehen als hinziehen. Und es war sehr interessant, dass wir auch Vergleiche gezogen haben. Horn hat einen Bundesliga-Verein, spielt zweite Liga, Radessen hat keinen Verein und Raabs spielt vorletzte Liga. Ja?
Das Interessante war aber, dass die Begeisterung am größten war in Raabs und dass in Horn kein einziger vom Fußballverein mitgespielt hat. Das heißt, wir haben Menschen von der Caritas, aus Krems, sogar aus Mödling hintransportiert. Wir wollten den Verein abholen und sie hinbringen. Das Interesse seitens des Vereins war sehr gering, sage ich jetzt einmal. Und in Raabs, das war dann der letzte Termin, sind wir so weit gegangen, dass wir das nicht mehr als Inklusionsevent angekündigt haben, sondern als offenes Fußballturnier, was es ja auch de facto war. Und das Besondere war, dass wirklich Kinder von wirklich 4, 5, 6, 7 bis hin zu Kampfmannschaftsspielern mitgespielt haben. Und mir am Ende dann aufgefallen ist, eigentlich ist es nicht wichtig, dass man es Inklusionsfußball nennt, sondern dass man es einfach Fußball nennt und dass man es offen nennt. Und ich sage jetzt wirklich bewusst, die paar Beeinträchtigten, die waren der Hingucker in Wirklichkeit, ja, und die Kinder wollten dann mit ihnen zusammen spielen. Und das hat uns zur nächsten Erfahrung gebracht, dass vor allem eben bei Kindern, das ist vorhin schon angesprochen worden, der höchste Output in Wirklichkeit möglich ist, was dieses Thema betrifft. Und weil dann so mit pubertären Alter kommen dann schon die Vorurteile und dann kommt das Coolness-Dasein und alles Mögliche ins Spiel. Dann kommt Instagram, man muss ja schön sein. Also sehr viele andere Dinge und da kann man Werte eigentlich nicht mehr vermitteln. Und zum Abschluss wollte ich noch ein Beispiel bringen und das ist auch ein bisschen so der Aspekt von der Politik. Mit der Politik haben wir auch natürlich indirekt zu tun. Wenn man als Bürgermeister davon abhängig ist, dass man Wählerstimmen bekommt, und das ist jeder Politiker, und man hat ein Budget von 10.000 Euro zur Verfügung, die man vergeben kann. Gibt man die 10.000 Euro, wenn man auf die Wählerstimmen angewiesen ist, einer Einrichtung in der Ortschaft, die mit Menschen mit besonderem Bedürfnis zu tun hat, oder gibt man den Betrag, in welcher Form auch immer, der Freiwilligen Feuerwehr? Wo man weiß, dass wenn man den Betrag hingibt, die Wählerstimmen vielleicht weitaus größer sind, als wenn man es einer karitativen Einrichtung dahin geht. Und die Story, die ich Ihnen jetzt erzähle, ist eben wirklich tatsächlich, ich war im Waldviertel unterwegs und wollte wirklich sowohl die Raiffeisenbank, verschiedene Bürgermeister dazu bewegen, dass wir eine finanzielle Unterstützung bekommen. Aber das ist genau das Beispiel, wie die denken. Ja? Das ist so dieser persönliche Vorteil, den man hat. Und wenn ich jetzt auf die Politik zurückkomme, auch was die Bildung betrifft, hat ein sehr guter Freund von mir, der in der Pädagogik ist, gesagt, Inklusion wirst du in der Pädagogik nie finden, eine hundertprozentige, weil es dem Staat am Ende mehr kostet. Und das ist das Traurige an der ganzen Sache, dass am Ende alles mit Geld gemessen wird und das ist dann wieder eine andere Debatte. Danke. Ich wollte jetzt, war es jetzt noch dringend da dazu? Ja, es wird zum Nico anschließen, ja, okay. Aber... Na, ich wollte nur sagen, an dieser Geschichte, die du gerade geschildert hast, sieht man leider ein Phänomen unserer Gesellschaft, dass eben Politik und Wirtschaft sich gegenseitig beeinflussen und dass das halt leider nicht zugunsten der sozialen Frage und öffentlicher Gelder, die allen Menschen zugutekommen, ausgeht, meistens. Also ich habe hier jetzt noch die Frage an die Runde. Zum einen ein bisschen zu resümieren, was wir zum Beispiel in Österreich in puncto Inklusion besser machen können. Das zum einen. Vielleicht noch mal was unterstreichen, einen speziellen Gedanken, den man dazu hat. Und eben auch die Frage, was können wir für Europa aus unseren Erfahrungen hier in Österreich, was können wir für Europa lernen? Also vielleicht, dass wir das ein bisschen in den Blick nehmen können. Also ja, welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen für die größeren Weichenstellungen auf EU-Ebene, unser Gemeinwesen Europa betreffend. Was können wir da in Richtung Inklusion aus unseren Erfahrungen hier vor Ort in diesem Land, hier in Österreich, lernen? Wenn Sie da Gedanken dazu haben, bitte. Bin sehr gespannt.
Ja, mir fällt da gerade ein, auch was er gerade gesagt hat, und das kann man da, finde ich, dazu aufgreifen. Ich glaube, was mir in meiner Arbeit auch immer wieder auffällt, ist, wie der Inklusionsbegriff oder das Konzept immer leerer wird. Also wie sich das entleert seiner eigentlichen Bedeutung, und dass man, glaube ich, aufpassen muss, also wie viel Einrichtungen es gibt, Tagesstrukturen, Wohnheime, die sich inklusiv als inklusiv bezeichnen und eigentlich Inklusion nur als Ersatzbegriff für Integration nehmen, und wo man eigentlich das Gefühl hat, da ist eigentlich eine wirkliche Auseinandersetzung oder ein tieferes Verständnis von dem, was Inklusion wirklich bedeutet, nämlich dass Inklusion da stattfindet, und deswegen fand ich das gut, was Sie gesagt haben, ja, dass eigentlich Inklusion da stattfindet, wo der Begriff wegfällt, dass der Begriff eigentlich Inklusion einengt und dass es eigentlich dann zur Ideologie wird und zu was, wonach man sich eine Art Richtwert, was wieder eigentlich ein Ausschlussprinzip nach sich zieht, und dass man da eigentlich aufpassen muss, dass man inwieweit eben die Vorgaben oder das, was der Begriff auch enthält, wirklich dann ideologisch wird oder zum Zwang, und oder inwieweit man im Grunde eigentlich ein Bewusstsein befördert, das im bestmöglichen Sinne irgendwann den Begriff obsolet macht. Und ich glaube, dass das sowohl in Österreich als auch auf jeder Ebene einfach, dass man da aufpassen muss und da ein Bewusstsein für entwickeln muss, was passiert da eigentlich. Und das war auch vorhin, das wollte ich noch sagen, dass letztlich, jetzt auch in Bezug auf die Sonderschulen, wenn man Inklusion wirklich den Begriff durchdringt, eigentlich dahin kommen muss, dass man sagen, ja, Inklusion schließt auch ihr Gegenteil mit ein. Inklusion würde auch den Ausschluss mit einschließen, wenn man das wirklich radikal sieht. In dem Moment, wo Inklusion selber wieder zum Ausschluss wird, ist es nicht mehr Inklusion. Inklusion macht alles möglich. Sozusagen alles darf sein. Es ist eine Gesellschaft, die von Vielfalt lebt und auch von vielfältigen Konzepten. Und ich glaube, ja, dass man da eben aufpassen muss, dass das nicht zu rigide wird als Konzept und dann selber wieder zur Ideologie, die wiederum eigentlich das, was dahinter steht, sozusagen blockiert. Also eher zur politischen Frage. Also ich glaube, jetzt in nächster kürzerer Zeit wird sich aus meiner Sicht nicht viel was ändern. Da geht es eher darum, da läuft es unter dem Begriff, wir tun halt etwas. Ich glaube, dass das eher auf eine längere Denkweise angesetzt muss. Ich glaube, es muss im Kern die Gesellschaft etwas ändern und vor allem auch im wirtschaftlichen Denken etwas ändern. Also unter einem Neoliberalismus wird sie die Handhabung einer Gesellschaft nicht verändern. Das muss man einfach, glaube ich, so objektiv sein. Also zu sagen, Chancen zu bieten und so, und Chancen geht ja dann, Chancen zu bieten nicht nur für Behinderte, sondern für alle Kinder im Gegensatz, davon sind wir ja sehr weit entfernt, und das wird, glaube ich, nur unter dem Aspekt funktionieren, wenn wir uns auch unser wirtschaftliches Treiben ändern würden, und das ist, glaube ich, etwas, da braucht man noch 100 Jahre oder 200 oder einen Weltkrieg oder was auch immer, aber ist, glaube ich, etwas, was in der Zukunft angesiedelt sein wird. Hoffen wir es, dass je schneller, je besser, aber werden wir sehen. Was bräuchte es? Natürlich bräuchte es noch mehr politisches Engagement des Einzelnen, um vielleicht eben, um die Prozesse des beschleunigen zu können. Nur in letzter Zeit ist ja eher mehr Politverdrossenheit zu sehen wie politisches Engagement. Also muss man da eher aufpassen, dass man die Hoffnung dazu verliert, dass wieder über direkte Demokratie und etc. sich was bewegt. Ich glaube, die letzten 30 Jahre haben gezeigt, dass wir uns genau in die Gegensatzrichtung bewegen, sondern der Neoliberalismus wird verstärkt, das wirtschaftliche Treiben wird verstärkt, Reichtum geht zu Reichtum, und da kann man jetzt unendlich weiter diskutieren. Kein Mensch auf dieser Welt, bin überzeugt, braucht einen Hochfrequenthandel, um nur einen winzigen Bruchteil eines Aktienmarkts etc. anzusprechen. Und solange sowas existiert, ist mir, glaube ich, schon sehr utopisch davon, von Gleichheit und Dings etc. zu sprechen. Ich glaube, da braucht man einfach grundsätzliche gesellschaftliche Änderungen und vor allem Denkänderungen. Ne? Darf ich vielleicht? Also ja, wunderbar. Ich wollte nur anschließen einfach. Ich glaube,
dass auch, dass es problematisch ist momentan eben mit Leistungsgesellschaft und so weiter, wie wir das heute schon mehrmals hatten. Ich glaube aber schon, dass es auch die Beharrlichkeit von uns allen braucht, von Selbstbetroffenen, aber auch von Organisationen, die sich für die Interessen einsetzen. Und es geht Schritt für Schritt ja dann doch was weiter. Österreich hat, wie die Heidi vorher schon gesagt hat, die Behindertenkonvention unterschrieben. Das bedeutet auch, dass die UNO draufschaut, was macht Österreich. Und das gilt im Übrigen für alle Länder, die die Konvention unterschrieben haben. Und es gibt dann Empfehlungen, die werden nicht immer umgesetzt. Aber ich meine, im Endeffekt ist es dann schwarz auf weiß nachzulesen und viele Politiker haben es dann doch nicht so gern, wenn sie quasi aufgeplattelt werden, dass halt alles nicht so super ist. Und heute hatten wir schon sehr oft das Thema Barrieren im Kopf abbauen und auch das Thema arme Hascheln und so weiter. Und da muss ich sagen, finde ich schon, dass auch die Medien eine sehr große Verantwortung haben, die sie derzeit überhaupt nicht wahrnehmen, nämlich das Thema, dass man irgendwie nur zwei Extrembeispiele hat und das ist entweder die Heldengeschichte von irgendwelchen Leuten mit Behinderungen, die irgendwas ganz Tolles erreichen oder ihr Schicksal besonders toll meistern und dann vielleicht auch noch politisch tätig werden oder eben dieses Charity-mäßige und dass man eigentlich das normale Leben eines Menschen mit Behinderung eigentlich überhaupt nicht darstellt. Und da, glaube ich, ist noch viel zu tun, auch für uns beide. Was könnte das für die Medien bedeuten? Also welche, wo sehen Sie da Schritte? Also es gibt ganz viele Menschen, die irgendwelche tollen Sachen machen. Also ich meine, wir beide sind jetzt irgendwie in der Situation, dass wir Zeitungen herausbringen und ich weiß noch, wie ich angefangen habe, habe ich auch mich dann und wann auf Dinge konzentriert, auf die ich mich heute überhaupt nicht mehr konzentriere, nämlich dass der Aspekt der Behinderung eigentlich gar nicht vorkommt in der Geschichte. Ich habe zum Beispiel eine Titelgeschichte gemacht über eine Frau, die sehr künstlerisch tätig ist und 1000 Projekte macht und das war es dann eigentlich und dass sie eigentlich eine Lernbehinderung hat, glaube ich, kam dann in der Geschichte, ich glaube, ich habe darauf vergessen, es reinzuschreiben und so sollte es eigentlich sein. Ich glaube auch, das hat mir bei Ihrer Wortmeldung sehr gut gefallen, dass es wird oft so auf den Kostenfaktor reduziert und in Wirklichkeit nützt es ja so vielen Menschen, wenn was barrierefrei ist. Den Aufzug im Haus nützen alle, ob sie ihn brauchen oder nicht und ob sie unbedingt darauf angewiesen sind, weil er bequem ist. Die alten Leute tun sich auch leichter, wenn sie nicht über Stufen steigen müssen. Und die Eltern, die mit Kinderwagen unterwegs sind, auch. Ich befürchte nur, dass eben weil es den Leuten nicht bewusst ist, dass es schon gesetzliche Vorgaben braucht, für Förderungen zum Beispiel, weil erst dann können wirklich alle Leute das nützen und wird es allgemein üblich, dass das so gemacht wird, wenn was neu gebaut wird. Beispiel. Also ich möchte nur einen Satz sagen zu Ihrer Ansicht, wo Sie sagen, Inklusion bedeutet auch, die separaten Möglichkeiten zu bieten, Sonderschulen anzubieten. Das sehe ich gar nicht so. Inklusion bedeutet nicht, alle Möglichkeiten, auch die Separation anzubieten, sondern Inklusion bedeutet, im Voraus schon zu überlegen, was muss ich anbieten, wie muss ich etwas machen, damit jede Person, egal ob mit Behinderung oder ohne, Teil davon sein kann, teilnehmen kann oder auch selbst etwas dazu beitragen kann. Und eine Sonderschule ist immer etwas Extriges, ist immer etwas, was abseits sein wird und deswegen kann ich auf jeden Fall den Satz nicht so stehen lassen. Meiner Meinung nach ist es tatsächlich so, dass man Sonderschulen abbauen muss. Und dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen, egal welche Art und Weise, Kinder sollten zusammen zur Schule gehen können. Und wenn die einen vielleicht gerade Langlauf üben und eine andere schwer- oder mehrfach behinderte Schülerin dabei schwimmen gehen kann oder Unterwassertherapie machen kann, dann ist das ihre Art von Sport und im nächsten Unterrichtsgegenstand sind sie wieder zusammen. Also deswegen muss ich sagen, Sonderschulen gehören absolut abgebaut. Wir wollten hier, glaube ich, weitermachen, gell? Da war hier. War hier noch eine Wortmeldung? Sonst? Patrick?
ihr schon soweit? Zwischendurch was vorlesen, was ein bisschen schauen, was jetzt zuletzt war. Also Stefan hat noch geschrieben, sehr verschieden ist das Denken von verschiedenen Menschen, aber es kommt darauf an, dass es sehr viele gute Gespräche gibt, dass man verstehen lernt, was den anderen schwerfällt und was sie können. Verschiedene Menschen sehen das sehr verschieden, arbeiten aber an denselben Fragen. Sie mehren den Wert gemeinsam. Ja, soweit. Das war jetzt das Letzte. Nachdem ich im Magistrat gearbeitet habe und auch schon lange auf der Welt bin, also ich hätte gern ein bisschen was von dem Geld, was für diese ganzen Arbeitskreise, Workshops, Konferenzen und alles ausgegeben wird, um zum Beispiel so ein praktisches Projekt umzusetzen, was wesentlich verbindender ist und wo man auch das Wort nicht braucht, wo es einfach gelebt wird. Also ich denke mal, es ist so viel Budget da für bestimmte Dinge, wo ich mir denke, es wäre viel besser angebracht, das praktisch an Einrichtungen zu geben. Und da kannst Europa sehr gut vernetzen und verbinden, weil man kann ein internationales oder ein europäisches Fußballturnier machen zum Beispiel oder wurscht, schwimmen, was auch immer. Und man muss nicht immer, glaube ich auch, diese Behinderung oder Inklusion, das funktioniert eigentlich eh ganz gut. Es kann schon funktionieren. Aber ich glaube, je mehr sich die Leute anstrengen, das irgendwie hochtrabend und ich weiß nicht wie klingen zu lassen, dann wird es schon mühsam. Es soll einfach eine Gaude sein und dann haben die Kids viel mehr Spaß und es fängt immer bei den Kleinen einmal an. Ja, und ich finde, es sollte wieder mal so ein EU-Projekt, so ein EQUAL-EU-Projekt geben, wo verschiedene Vereine zusammenkommen und Projekte einreichen, damit Geld an die Vereine, dass die Vereine Geld bekommen und wenn wir können auch was miteinander bewirken, indem wir einfach sagen, ja, wir zeigen da jetzt auf, dass Inklusion wichtig ist und ich finde, jeder von uns kann dazu einen Beitrag leisten und Bitte. Sie haben gesagt, politisch wird sich da langfristig nichts ändern, leider doch. Sie haben es schon mal angeschnitten, mir haben Sie gerade die erhöhte Familienbeihilfe gestrichen. Meine Tochter lebt in einer Einrichtung, da sind die Ressourcen auch nicht so groß. Also um überhaupt Inklusion für Menschen in Einrichtungen leben zu können, bedarf es finanzieller Mittel. Und wenn die mehr und mehr gestrichen werden, dann haben die Leute nicht das Geld dafür, um in ein Konzert zu gehen oder in einen Fußballverein, der ja vielleicht auch was kostet, oder in den Tanzverein, der Geld kostet. Und da würde ich mir halt von Österreich einfach mehr politisch, mehr finanzielle Mittel wünschen. Und von der EU auf lange Sicht hingesehen, mehr Vorgaben über die Finanzierung von Behinderten. Ich weiß nicht, darf ich? Ich bin vom runden Tisch Grundeinkommen und grundsätzlich finde ich, dass es eine erste Forderung wäre, sowohl für die Behinderten als für alle anderen Menschen auch, die ja heute teilweise behindert sind, weil sie keinen Arbeitsplatz finden. Man müsste die Menschen schützen, indem man ihnen eine Grundsicherung zugesteht nach der Regel der menschenrechtlichen Bestimmungen. Also so gesehen, ich habe leider viel versäumt hier, weil ich zu spät gekommen bin, aber ich sehe immer mehr Menschen, die eigentlich auch als nicht normal bezeichnet werden, weil sie aus Verzweiflung eben verrückt werden, nicht? Und deshalb bin ich halt schon der Meinung, es wäre finanzierbar und es, glaube ich, könnte schon auch sehr viel helfen. Und wir haben nächstes Jahr wieder vor, eine europäische Bürgerinitiative für ein Grundeinkommen. Und wenn Sie vielleicht zufällig daran denken und mal nachschauen unter www.grundeinkommen.at, können Sie sich informieren und auch unterschreiben. Ich bin die Elisabeth vom Verein Inklusion Niederösterreich. Ich habe die Idee bezüglich Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Licht ins Dunkel. Man macht etwas für die Menschen mit Behinderung, aber nicht gemeinsam. Es gibt genug Künstler, die auch dabei sein können.
bei der Öffentlichkeitsarbeit, wo man dann sensibilisieren kann über den ORF, dass dann eine andere Sichtweise entsteht. Mir ist ein Wort etwas zu wenig gefallen. Das ist kein so, sagen wir mal, ist ein bisschen ein dürres Wort. Bedingungen. Also wenn ich jetzt sage, ich schaffe eine Sonderschule ab, okay. Aber dann brauche ich eine Schule, die die Bedingungen erfüllen kann, die die Behinderten brauchen. Man war vor 50, 60 Jahren ungeheuer stolz auf die behinderungsspezifischen Schulen, so wie Sie das erwähnt haben. Und war dann auch furchtbar stolz, wie man gesagt hat, jetzt schaffen wir die langsam ab, jetzt kommt die Integration. Und mein Eindruck war dann immer, das hat Bedingungen. Das fängt an bei so Sachen wie zwei Lehrkräfte in der Klasse. Wird schon wieder abgeschafft, nicht? Haben wir da jetzt auch die Hinweise gekriegt. Oder es braucht halt das, was ein blinder Mensch braucht, dann eben in der Schule, aber nicht im Blindeninstitut, sondern in der Schule. Und was ein Gehörloser, ein Sprachbehinderter braucht, das muss dann eben dort auch erfüllt werden. Also es geht auch um Bedingungen. Und wenn man jetzt sagt Politik, dann sind wir natürlich immer beim Geld. Und das Geld, das ist also woanders als da, das ist woanders. Ja, das haben Sie ja angedeutet. Das, worum wir kämpfen können, sind doch die Bedingungen zu formulieren. Und zu sagen, also wenn ihr Politiker sagt Integration, dann geht das, das geht. Oder Inklusion, das geht. Aber es hat Bedingungen. Und an denen kann man sozusagen langsam, langsam arbeiten. Wenn man sagt Geld, sagen sie immer, haben wir keins. Aber wir müssen sozusagen lobbymäßig die Bedingungen klar formulieren, damit das gelingen kann. Nicht, Sie sagen so einfach, Sie sind gegen die Sonderschulen, aber sind dann dort, wo die Behinderten sind, die Bedingungen erfüllt, dass das auch geschieht, was die brauchen. Das fängt an bei den architektonischen Barrieren, aber natürlich auch bei anderen Sachen. Und da habe ich das Gefühl, da tut man sich oft so ein bisschen drüber schwindeln. Also gerade von der politischen Seite den Mund weit aufmachen. Geld spielt eine große Rolle, aber das haben wir nicht. Die Bedingungen. Ja, danke schön. Ich würde jetzt ganz gern noch eine kurze Abschlussrunde machen. Ich selber möchte schon sagen, dass ich sehr viele Anregungen durch die einzelnen Beiträge bekommen habe, die mich wahrscheinlich noch länger beschäftigen werden. Wir haben den Vorteil, dass wir das Gespräch aufgezeichnet haben und es auch gerne dann allen natürlich den Link rumschicken werden, wenn das dann mal online ist. Ich finde es immer sehr hilfreich, das nochmal nachzuhören, weil es dann man Dinge dann doch auch überhört oder ein bisschen anders einsortiert, als wenn man sie dann ein zweites Mal nochmal in Ruhe sozusagen wahrnehmen kann. Da freue ich mich jetzt schon drauf und wollte einfach mal eine kurze Abschlussrunde machen. Wer noch was sagen möchte, wo es jetzt bisher noch keinen Raum dazu gab, bitteschön. Also ich möchte diese Runde gerne mit meinem Lieblingssatz beenden und er lautet: Die wahren Behinderten sind nicht die Behinderten. Und das ist mir jetzt wirklich in der kurzen Zeit bei den diversen Projekten aufgefallen, dass die wahren Behinderten sind nicht die Behinderten und diese Blockaden im Kopf sind bei sehr vielen Menschen viel weit tiefer, als man glaubt. Ich habe, glaube ich, eh schon so viel gesagt, das ist... ändert sich nichts dran, ich denke mal. Es ändert sich einiges, dass es besser wird, aber es braucht viel mehr. Und ich möchte weder in der einen Richtung eingezwängt werden, noch möchte ich in der anderen Richtung eingezwängt werden. Ich möchte auch da ein bisschen Entscheidungsfreiheit haben, für mich oder für mein Kind. Also wenn ich dann einmal in irgendein Seniorenheim muss, weiß ich nicht, aber hätte gern, wenn es das für mich barrierefrei ist. Und wenn es das nicht gibt, dann haue ich mich in der Conti-Hochburg und das geht auch. Ja, ich wünsche mir, dass es mehr Bands gibt, die so inklusive Bands, die das Maul aufmachen und einfach sagen, ja,
wir sind auch da, uns gibt's und wir haben das gleiche Recht, auf der Bühne zu stehen und gleiche Recht, Musik zu machen, egal ob wir eine Behinderung haben oder nicht. Und ja, einfach, dass es mehr Bands gibt, die einfach sagen, ja, wir wollen das, wir wissen, wo wir Unterstützung bekommen und ja, es ist so mein Wunsch an diejenigen, die vielleicht auch irgendwie musikalisch drauf sind oder so. Ich würde ganz am Abschluss was sagen, was nicht zur Inklusion so unbedingt zählt. Unsere behinderte Tochter hat unser Leben wahnsinnig viel bereichert. Mein Mann sagt immer, sie hat mir Türen geöffnet, von denen ich wusste, dass es sie gab, aber ich konnte sie ohne sie nicht öffnen. Ich möchte zum Abschluss nur sagen, dass ich hoffe, dass das Wort Inklusion nicht an den Beimantel kriegt für die Obrigkeit, dass man auf leichten Wege ganz einfach Sparmaßnahmen einleitet. Ich würde gerne noch sagen, dass wir vielleicht viel mehr Angst haben sollten vor Digitalisierung und Automatisierung als vor der Armut. Also ich glaube, dass die Armut größer werden wird, wenn wir immer mehr Leute haben, die glauben, es muss alles automatisiert und digitalisiert werden. Weil es werden immer mehr Leute überflüssig, Menschen werden überflüssig werden. Und das ist eigentlich auch ein Grund, dass man für die Behinderung, weil dann sind viele behindert, dann gibt es vielleicht sogar mal eine Mehrzahl von Behinderten, wenn das so ist. Also mit Geld allein kann man das sicher nicht helfen. Ich wünsche mir, dass es wirklich mehrere Projekte gibt, eben wie das IQL 2000. Da waren wirklich alle Menschen eingebunden, in Ministerien, überall haben die Leute mitreden können und dadurch wurde schon sensibilisiert, auch in der Politik und so weiter. Das würde ich mir wirklich von der EU wünschen. Okay, wenn wir schon beim Wünschen sind. Ich wünsche mir, dass der Inklusionsbegriff erweitert wird, dass er ein bisschen rauskommt aus der Ecke von Menschen mit Behinderung, vielleicht auch auf alte Menschen, Kranke, psychisch Kranke, sagen alle Randgruppen mit einschließt und weil es einfach als Konzept wesentlich mehr ist als die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, sondern von allen Menschen, die auf irgendeine Weise Ausgrenzung erfahren. Ja, ich bin sehr dankbar für das Gespräch und ich muss das alles sickern lassen. Was ich mir auf jeden Fall vielleicht wünsche, ist, dass Behinderung nicht so ein Alleinstehungsmerkmal wird, an dem man Menschen unterscheidet, dass man sagt, du hast eine Behinderung oder du hast keine Behinderung. Ja, also ich finde auch, Inklusion geht uns alle an, nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern einfach alle. Ich finde auch, weil Sie das Thema noch der Sonderschulen angesprochen haben, dass Inklusion auch bedeutet, dass eben Menschen entsprechend ihrer Ausgangslage die Gesellschaft und ihre Umwelt so gestalten, dass sie alle teilnehmen daran können und ein Teil von ihr sind. Betreffend der Sozialleistungen, ja, der Staat hat offenbar immer weniger Geld. Die Frage ist, wer springt dann da ein? Was braucht es in der Zukunft? Ist das vielleicht die Aufgabe von der Wirtschaft, da Inklusion und andere Sozialleistungen sicherzustellen? Wünschen tue ich mir nichts. Je mehr wir Lobbyarbeit betreiben und intensivieren, je mehr werden wir unsere Rechte einfordern können. Und wenn ich was hoffe, dann ist es vielleicht irgendwann in der Zukunft der gesellschaftliche Paradigmawechsel. Aber das ist was. Ich möchte nur zwei Sachen zum Abschluss sagen. Das eine ist, wir sehen auch in dieser Runde, wo ich erstens mal sagen muss, Dankeschön für die Organisation, finde ich super, dass auch so viele unterschiedliche Personen hier anwesend waren. Da sieht man nämlich auch, wie viele unterschiedliche Zugehensweisen es gibt einfach und dass das Thema nicht eindimensional, sondern sehr mehrdimensional ist. Das finde ich mal das eine. Und ich glaube, solche Gespräche sollte es öfter geben und auch in ganz anderen Zusammensetzungen. Das finde ich mal ganz positiv. Und das Zweite ist auch eben um Bewusstseinsbildung, sage ich etwas ganz Egoistisches. Wir schreiben bei uns immer gerne Berichte in der Zeitung über Projekte, auch Inklusionsprojekte. Und ich freue mich über jeden, der auf mich zukommt, damit ich einen Artikel schreiben kann.
Ich schreibe auch in einer Zeit. Nein. Ich möchte gern zum Abschluss noch für mich zwei wichtige Dinge sagen. Also erstens, das Thema Behinderung ist unglaublich vielfältig und die Barrieren dadurch auch. Und zum Beispiel ist für mich gerade eine super große Barriere dieses Hocker-Ding, weil ich kaum noch sitzen kann, das ist gerade hart. Aber nur als Beispiel dafür. Also das Thema Behinderung ist sehr, sehr vielfältig. Jemand mit einer Hörbehinderung hätte hier keine Chance gehabt zum Beispiel. Und noch für mich ein super wichtiges Thema ist die Intersektionalität. Das heißt, eine Frau mit Behinderung, ein Mensch mit Behinderung und Migrationshintergrund. Diese Dinge potenzieren sich, wenn man zweifach in einer Gruppe drinnen ist, die eine Randgruppe ist. Das wollte ich nur sagen. Ja, für mich war das auch sehr vielfältig hier. Ich finde auch einfach ganz wichtig, dass man sich insgesamt vernetzt und über den Tellerrand schaut. Weil bis ich in der Organisation gearbeitet habe, habe ich auch nicht, ich bin von meinen eigenen Barrieren ausgegangen, denen ich begegnet bin, und ich habe mir nicht überlegt, ob jemand mit Hörbehinderung das Telefon benutzen kann. Und ich denke mir, so geht es nicht behinderten Menschen auch, und da muss man sehr viel Geduld haben, wenn man immer wieder gefragt wird. Und ich glaube, solche Runden wie heute sind ein Anfang, dass man sich für andere interessiert und auch für andere Sichtweisen, weil jeder ist von dem, was er erlebt hat, geprägt. Danke. So, machen wir hier gerade weiter? Gerne. Also ich muss sagen, dass ich denke, wo Menschen miteinander sprechen, da kann halt sehr viel Neues passieren, kann sehr viel Neues wachsen, und deswegen bin ich sehr dankbar für solche Gruppen und Möglichkeiten. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich hier eingeladen wurde. Ich denke, es geht natürlich weiter in Richtung Menschenrechte sichern und Menschenrechte umsetzen. Geht's da weiter? Patrick, geht's bei dir? Ja, also bevor ich wieder vorlese, möchte ich im Sinne des Ganzen auch aus meiner Sicht noch was sagen. Ich glaube eben, die Rahmenbedingungen, die sind einfach ganz wichtig. Also die ganze Gesellschaft ist letztendlich eine, die wir gemeinsam umbauen sollten. Und Veränderungen passieren auch in den Köpfen, wurde gesagt, in den Herzen der Menschen. Ja. Inklusion, dieses Ideal braucht auch, dass jeder offen ist, jedem Menschen zu begegnen, egal wie er ist. Also dass auch im Menschen auf der individuellen Ebene die Veränderung stattfindet. Es braucht natürlich weiter im rechtlichen, im rechtsstaatlichen, im staatlichen Bereich die Veränderungen, um die Rechte allen zukommen zu lassen, gleichermaßen. Und von dem geht ja die Konvention aus. Es braucht auch ein neues Wirtschaftsverständnis, wie der Thomas Frühwirth auch angedeutet hat vorhin, oder nicht nur angedeutet, auch sehr deutlich gesagt hat. Unser jetziges Wirtschafts- und Finanzsystem steht dem auch im Wege, also ist auch umzubauen, und damit eben andere Rahmenbedingungen entstehen. Und jetzt möchte ich vorlesen wieder. Ja, also der Ulrich Zimmer hat geschrieben, Ulrich: Ich sehe, dass es in der weiten, denkerischen, sehr guten Welt sehr viel Gutes gibt, aber auch viel sehr Gefährliches. Das nicht gut ist, das muss man wissen, damit man nicht Fehler macht. Denken ist wichtig, damit das, was gemacht wird, auch gut wird. Verschiedenes ist mit uns nicht in Ordnung, und sehr viel Unterstützung brauchen wir. Und es ist kinderseherisch wichtig, damit das, was notwendig ist zu tun, gemacht werden kann. Ja, dann Stefan Leubel hat geschrieben: Es ist gut, solche Gespräche zu führen, und das sollte öfter sein. Und es ist sehr wesentlich, damit sehr, sehr viel geändert werden kann. Alle sollen sagen können, was sie brauchen, und Hilfe bekommen. Möchte ich noch gerne
von einem Kollegen, der nicht mitfahren konnte, was vorlesen, kurz. Ich habe ihm versprochen, dass ich das auch vorlesen werde. Geschrieben, Änderungen sind immer schwer zu wagen, aber es ist wesentlich, es zu versuchen. Es ist gut, wenn auch die Menschen, die wenig sagen können, gehört werden. Gut, schönes Schlusswort. Ich danke für die Teilnahme und die Offenheit, da mit uns diese Gedanken zu teilen und wünsche für die Zukunft allen das Beste. Und uns gemeinsam, wo wir doch, wie ich meine, an einem Strang ziehen, wie ich trotz der vielen Facetten, die hier zur Sprache kamen. Lieben Dank.